du mich hören? Jetzt höre ich dich. Na? Ja, sehr gut. Ja, hallo. Liebe Grüße nach Hamburg, lieber Badia. Ja. Moin. Moin, na? Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Du bist noch im Büro oder sieht es ein bisschen nach Büroraum und nach so. Ja, ich bin noch im Büro, hab das aber jetzt mal wir sind ja sowieso nur Audio zu sehen. Ja, ja. Audio ja, ja. zu hören. Genau, genau. Ja. Ich freue mich, dass du mir treu bleibst als ein Gast, der nicht so oft zu Gast ist. Aber wenn, dann ist es immer sehr, sehr interessant. Wir haben letztes Jahr 2 Folgen zum Iran gemacht. Du hast ja iranische Roots. Bist ja, ich weiß nicht, Deutsch-Iraner, nennt man das überhaupt so? Exil-Perser? Nee, weiß ich nicht. Wie ist der korrekte Terminus? Alles Mögliche. Okay. Auf jeden Fall bist du aber in erster Linie bist du Hamburger, Badia Rasavi. Genau, du bist aus Hamburg, du warst letztes Jahr schon 2 Mal zu Gast, Norus und Zeitenwende waren die beiden Folgen, die wir gemacht haben. Und du hast dich ja geoutet als großer Amerika-Fan oder Freund der USA. Da läufst du bei mir und ich glaube, 4 meiner Hörer auch offene Türen ein. Und wir hatten mal gesagt, ich glaube, das war auch in der Zeitenwende-Folge, die wir letztes Jahr im Sommer gemacht haben, wenn im Jahr 2024 die amerikanischen Präsidentschaftswahlen anstehen, machen wir auf jeden Fall 2 Folgen dazu. Einmal eine zu Beginn und einmal dann zum... Ja, wenn der Präsidentschaftswahlkampf gelaufen ist. Und ich würde sagen, jetzt fängt es so langsam an mit der heißen Phase. Kann man das so sagen? Absolut, genau. Also soweit ich das mitbekommen habe, beziehungsweise also es wird so sein, ist ja nächste Woche der erste Vorwahlkampf in dem Bundesstaat Iowa. Hm. Traditionell. Und genau, dann geht's nach New Hampshire zu den Primaries. Dann gibt es ein Super Tuesday. Da werden eine Reihe von Bundesstaaten, die auch viele Wahlmänner Stimmen zu vergeben hätten, später daran teilnehmen. Und ja, genau, dann geht es so im Laufe des frühen Frühjahres und des weiteren Frühjahres weiter. Und im Sommer finden dann die Conventions statt. Ich würde mit dir... Die ja. an sich aber ja nur Bedeutung haben werden bei den Republikanern, weil bei den Demokraten der amtierende Präsident ja unangefochten ist. Ja, genau. Ich würde mit dir gerne auf jeden Fall eigentlich sämtliche Aspekte und Facetten des amerikanischen Wahlkampfes und auch des Wahlsystems mal beleuchten, weil das ist ja schon ein bisschen anders als das, was wir in Deutschland haben oder als das, was wir vielleicht auch aus anderen Ländern kennen. Also Wahlmänner, Swing States und so weiter, das sind ja durchaus amerikanische Spezifika. Die gibt es so in Deutschland nicht. Und generell ist der amerikanische Wahlkampf auch sowieso ein bisschen anders. Also es ist ein bisschen mehr Entertaining, ein bisschen mehr Showbusiness als hier. Und das finde ich interessant. Das würde ich mir gerne mit dir in aller Ausführlichkeit mal beleuchten. Aber ich will vorher am Anfang noch ein bisschen das obligatorische Thema machen, Iran. Weil es ist halt ruhig. Also man kriegt natürlich das Säbelrasseln mit der iranischen Mullahs so, natürlich. Wir wissen alle, dass die Hamas von dem Mullah-Regime finanziert. Wir wissen alle, dass die Houthis vom Iran aus gesteuert und finanziert und mit Waffen beliefert werden und militärisch ausgebildet werden. Aber wie das innenpolitisch im Iran gerade ist, da hört man eigentlich gar nichts mehr. Also ich würde gerne mit dir einmal kurz ein bisschen Input nochmal machen zum Iran selber, zur Revolutionsbewegung, Aufstandsbewegung gegen das Mullah-Regime und dann auch kurz zu den Houthis, weil ich würde sagen, play stupid games, win stupid prizes, Houthi-Milizen. Ich würde mal sagen, es ist immer noch keine gute Idee, sich mit der größten Militärmacht der Welt anzulegen, USA. Genau, also von daher, das würde ich gerne anfangs machen, bevor wir uns dann mit dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf beschäftigen. Also gib doch gerne noch einen kurzen Input eigentlich, wie es momentan im Iran selber aussieht und danach würde ich gerne noch ein bisschen was zu den Houthi-Milizen hören. Ja, also im Iran passiert natürlich noch eine Menge, man kriegt nicht mehr so viel mit, weil die Berichterstattung nicht mehr so engmaschig an den Verhältnissen im Land dran ist. Es werden unfassbar viele Menschen im Moment aus politischen Gründen hingerichtet. Mhm. Ab und an kriegt man das über Twitter, X, wie sich das auch immer nennt, und sonstigen Plattformen auch noch ein bisschen mit. Mhm. Der Iran hat, oder die Islamische Republik Iran hat ja durch den 7. Oktober des letzten Jahres und durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas den Augenmerk von den eigenen Verhältnissen weggelenkt. Und im Schatten dieses von ihm selbst finanzierten Krieges im Nahen Osten die innenpolitischen Verhältnisse zu konsolidieren versucht. Das ist jetzt nicht wirklich gelungen, denn bereits dieses erratische Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung zeigt ja, dass Ruhe nicht eingekehrt ist. Mhm.
Aber die Brutalität des Unterdrückungsapparats hat jetzt ja an Gewalt und an Durchsetzungskraft erstmal nicht verloren. Zumal man sagen muss, dass jetzt auch Weichen gestellt werden für die Zukunft. Der oberste religiöse Führer des Iran ist ja durchaus betagt und auch an Krebs erkrankt, schon seit langem. Das ist aber jetzt nichts, was gestern jetzt publik geworden ist, sondern es ist seit Jahren bekannt. Und ich glaube, dass die Machtelite auch weiß, dass so eine Art Gorbatschow-Problematik sich durchaus stellen könnte. Zumal muss man aber vor die Klammer ziehen, es gibt keinen Gorbatschow im Iran. Die sind alle gleichermaßen radikal. Ja. Aber sie haben die Befürchtung, dass es so eine Art Machtvakuum und wenn wir die Zügel locker lassen, könnte das gesamte System in sich zusammenbrechen. Diese Momentgefahren sehen sie durchaus, denn das sind, so grausam wie es klingt, an sich ja sehr intelligente Menschen, wenn auch bestialisch. Und sie wissen, dass wenn der jetzige oberste religiöse Machthaber verstirbt, ein Machtvakuum auch ähnlich wie Ende 80 mit der Sowjetunion bedeuten könnte, dass ihr künstliches System in sich implodiert, weil sie gar keine Grundlage sehen. Ja. Sie haben gar keine Unterstützer mehr, die ökonomischen Verhältnisse sind gruselig und da braucht eigentlich wie bei so einem Dominostein die Hauptfigur umfallen und könnte eine Kettenreaktion in Gang setzen. Und die Gefahr sehen sie. Und deshalb versuchen sie im Moment ihre Macht zu konsolidieren. Da kriegt man aber nicht mehr so viel mit, weil einfach drumherum so viel los ist im Nahen Osten. Also das Letzte, was ich jetzt direkt aus dem Iran mitbekommen habe, war natürlich der Terroranschlag bei der Gedenkfeier für diesen Soleimani. Auch das war natürlich, also Soleimani war halt einer der Terrorpaten des Nahen Ostens, verantwortlich für den Tod von, ich weiß nicht, tausend von Menschen. Ja, Der ist dann am 3. Januar 2020 mittels einer Bombe in die ewigen Jagdgründe befördert worden. Auf Geheiß des damals noch amtierenden amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und dann gab es ja dieses Jahr die Trauerfeier mit einem Terroranschlag mit, ich weiß nicht, 90 Toten oder so und hunderten Verletzten. Sofort wurde natürlich reflexartig Israel dafür verantwortlich gemacht für diesen Anschlag. Also von der iranischen Führung und so weiter. Und dann gab es dann die üblichen Drohungen und oh Gott, oh Gott. Und dann kam raus, nee, es war ISIS, also der IS. Das fand ich auch nochmal bemerkenswert. Ich glaube, ISIS haben schon mal, zu der Zeit, als der IS wirklich stark war, haben sie schon mal einen Anschlag im Iran verübt. Also, aber das finde ich trotzdem bemerkenswert, dass ISIS ja, also so diese offene Konfrontation mit einem, also eigentlich mit dem schlimmsten islamistischen Regime auf der Welt eigentlich sucht. Das finde ich krass, weil ich habe es ja eingangs schon erwähnt und jeder weiß es auch, dass der Iran halt die Hamas unterstützt, die Hisbollah unterstützt, die Houthi-Milizen unterstützt, die unterstützt Milizen im Irak, in Syrien und so weiter und dass der IS dann trotzdem. Also das fand ich schon krass. Also was ist die Motivation des IS ausgerechnet in den Iran anzugreifen? Der Iran ist doch nicht das in Anführungszeichen größte Problem des IS. Ach, doch. Also der IS ist ja eine sunnitische Gruppierung. Ja. Und für die Verantwortlichen des IS sind die schiitischen Machthaber im Iran schon so eine Art vom Glauben abgefallene Extremisten und Sektierer. Also die radikalen Islamisten untereinander haben große Probleme mit ihren beiden Gruppierungen. Die Schiiten mit den Sunniten und umgekehrt. Das sind, wenn du jetzt die radikalsten von denen fragst, sind die jeweils anderen das Schlimmste, was es überhaupt geben kann. Ich weiß nicht, vielleicht also auf einer Stufe wie alle anderen Nicht-Muslime aus Sicht des IS. Daher, das ergibt in der inneren Logik dieser radikalen Fundamentalisten durchaus Sinn, dass man die Schiiten angreift. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich war mir ganz klar, dass Israel direkt die Schuld zugeschoben bekommt. Das war völlig klar. Also das hat jetzt niemanden, der sich mit dem Iran beschäftigt, jetzt groß gewundert. Was ist da großartig passiert? Das bleibt ein großes Fragezeichen. Im Iran selbst glauben viele, das Regime steckte selbst hinter den Anschlägen, um quasi Nebelkerzen zu werfen und die Aufmerksamkeit von den innenpolitischen Verhältnissen abzulenken. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann nur sagen, dass im Iran die Leute nicht einmal der staatlichen Wettervorhersage trauen. Geschweige denn, was jetzt zu diesen Anschlägen gesagt wird.
dafür ist einfach zu viel Vertrauen in den letzten 44 Jahren verschütt gegangen. Das kannst du gar nicht mehr kippen. Ja, okay, gut. Spricht für die Iraner. Aber das hatten wir eh schon mal. Die Iraner, also das Problem sind nicht die Iraner, sondern eben die iranische Führung. Das wissen wir einfach. Also es gibt ja eine virulente Abneigung oder Hass auf das Regime, gerade in der jüngeren Generation und so weiter. Wie gesagt, wer da mehr Input haben will, höre sich die ersten beiden Folgen an, die wir dazu gemacht haben. Ich fand es nur bemerkenswert. Ja, natürlich, klar. Natürlich Schiiten versus Sunniten. Natürlich ist das ist ja im Prinzip der eigentliche Nahostkonflikt ist ja eigentlich genau das. Wobei ja die Hamas ja auch eine sunnitische Terrororganisation ist, die aber trotzdem gerne Gelder und Unterstützung aus dem Iran halt annimmt. Also im Kampf gegen den kleinen Satan Israel und gegen den großen Satan USA kann man denn doch mal zusammen kooperieren. Wobei ich halt tatsächlich glaube, es ist ja schon ein bisschen her mit dem IS, dass der IS da tatsächlich so mächtig war. Ich glaube, der Iran hatte sich damals sogar an der Antiterror-Koalition beteiligt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und Soleimani hat ja beim Kampf gegen den IS in Anführungsstrichen ja auch durchaus eine Rolle gehabt, ne? Also aus den falschen Motiven, wie wir eben gerade erörtert haben, es geht eigentlich nur noch um den Vorherrschaftskampf zwischen Radikalen und nicht um das Gutmenschentum. Mhm. Aber aus welchen Motiven auch immer hat Soleimani ja durchaus eine Rolle gespielt, ne? Bei der Bekämpfung des IS. Und daher ist eine innere Logik zum IS durchaus gegeben. Aber wie gesagt, müßig darüber großartig nachzudenken, weil wir es wahrscheinlich nie lückenlos werden aufklären können. Aber vielleicht können wir noch ganz kurz was zu den Houthi-Milizen sagen. Also die kennt man ja, die sind jetzt so natürlich in den letzten Monaten bekannter geworden durch ihre ständigen Angriffe auf Schiffe, auf Handelsschiffe. Immer mit der Begründung, ja, das seien israelische, zionistische Schiffe und so weiter. Das stellt mittlerweile ja eine ernstzunehmende Gefahr dar für den Handelsweg, für den Transportweg. Also generell sind die Houthi-Milizen einfach eine ernstzunehmende Gefahr. Ich weiß nicht so wahnsinnig viel über die. Ich weiß, das ist eine Miliz vom Iran unterstützt, ausgebildet, finanziert, im Jemen aktiv, haben dort auch Teile des Landes unter ihrer Kontrolle. Der Jemen selber ist ja, kann man glaube ich, ohne zu übertreiben, als Failed State bezeichnen, ähnlich wie Libyen, wo sich einfach nur noch verschiedene Rackets, Banden, Terrorklicken halt gegenseitig bekämpfen und versuchen, ihren Machtradius zu vergrößern. Sonst weiß ich gar nicht so viel über die Houthis. So, sie haben provoziert und jetzt gibt's auf die Finger. So, das ist eigentlich genau das, was ich auch vom Westen erwarte und was den Westen eigentlich auch mal ausgezeichnet hat. Dieses, naja, wenn ihr Ärger wollt, den könnt ihr haben. So, mit uns legt ihr euch trotzdem besser nicht an. Und die Situation haben wir jetzt seit heute Nacht. Ich glaube, da ging es los mit dem. Ja, wobei man sagen muss, diese Reaktion kommt ja denkbar spät, ne? Ja. Also es hätte ja die Möglichkeit gegeben, die Houthis machen ja jetzt nicht seit gestern Probleme. Und daher ist es gibt ja auch nicht wenige Stimmen, die kritischer sind, dazu gehöre ich auch, die sagen, vielleicht wäre dieser Krieg gegen die Houthis auf dem Staatsgebiet des Jemen gar nicht in dieser Art erforderlich gewesen, wenn man früher insbesondere Richtung Financier des Jemen, der Houthis, ein klares und deutliches Signal gesetzt hätte, schick mir deine Stellvertreter nicht ständig vor die Haustür, sonst gibt's das auf die Backen. Quasi eine Abschreckung im Vorfeld, oder wie Nikki Haley immer sagt, man müsse die Ukraine unterstützen, damit gerade nicht ein NATO-Mitglied angegriffen wird von Russland und wir den Dritten Weltkrieg haben. So ein bisschen so. Also wenn man einmal schmerzvoll denen, die im Hintergrund zündeln, klar macht, bis hier und nicht weiter, dann kann man sogar paradoxerweise dem Frieden mehr dienen, als wenn man sich die ganze Zeit zurücklehnt und hofft, dass es jetzt gleich besser wird. Das ist halt die alte Geschichte vom Appeasement, das noch nie funktioniert hat. Das ist eigentlich eine Lehre aus dem Münchner Abkommen, die man irgendwie nicht so richtig, also Teile der herrschenden Politik im Westen nicht so richtig verstehen wollen. So. Aber, also ich las dann heute auch im, ich weiß nicht, Fokus oder Stern oder so einen Artikel, jetzt Flächenbrand und, weil es auch eigentlich auch den Wunsch gibt, ja, jetzt müssen wir an den Iran ran. Aber dann las ich gleich wieder diese German Angst. Es ist jetzt nicht nur eine German Angst, aber ist durchaus weiter verbreitet. Aber dieses, oh Gott, wenn wir dann jetzt noch den Iran und was da noch alles passieren könnte. Aber ist das eine realistische Option? Also wenn man, dass der Iran sich da jetzt auch einklingt, weil die Houthis sagen natürlich wieder, ja, jede amerikanische Aggression wird jetzt weit nicht ohne Antwort. Also überschätzen. Nee, ich glaube nicht, dass die Islamische Republik ein Interesse daran hat, in diesen Konflikt unmittelbar einzusteigen. Das denke ich nämlich auch nicht. Das wäre schwächend für ihre
Das wäre eine Schwächung ihrer eigenen Machtbasis. Da müssten sie sich ja mehr mit der Außenpolitik beschäftigen und müssten das Innere ein wenig lockerer lassen. Das denke ich nämlich Da haben tatsächlich sie kein auch. Interesse dran. Genau, und diese German Angst, ja, also in der Frankfurter Allgemeinzeitung las ich, jetzt fiel mir gerade der Autor namentlich nicht ein, aber ich las vor einer Woche oder zwei Wochen auch so einen kleinen Meinungsbeitrag, der wirklich fast wörtlich dahin ging, wenn wir uns anschauen, was bei Soleimani passiert ist, bei der Trauerfeier, dann ist das ja nur ein Vorgeschmack dessen, was passiert, wenn die Mullahs die Macht dort verlieren und die Ungeordnetheit vielleicht dem IS und welchen Gruppierungen auch immer dann die Möglichkeit gibt, sich in der Region erst recht zu entfalten und was dann richtig drohe. Und das ist natürlich an Zynismus kaum zu überbieten. Und das Ganze schloss auch ab mit, sinngemäß, wir wissen zwar, wie furchtbar die Mullahs die eigene Bevölkerung abschlachten, aber letztlich müssen wir halt auch ein bisschen an unsere eigene Stabilität denken und lieber mit diesen Schlechtern als ohne. Genau. Und das ist natürlich ein Zynismus kaum zu überbieten. Und ich möchte das auch mal logisch zu Ende denken. Das bedeutet ja letztlich, ich habe lieber in Berlin, Charlottenburg beim Kaffee und Latte Macchiato trinken am Samstag lieber selbst ein wenig mehr Ruhe, auch um den Preis sekündlicher Hinrichtungen im Iran, als dass ich den Leuten die Möglichkeit dort gebe, vielleicht wirklich Demokratie zu experimentieren und sich Freiheit und Emanzipation zu verschaffen. Übrigens, wie es hier in Europa vor 60, 70 Jahren auch mit amerikanischer Unterstützung allen unterjochten Völkern ermöglicht wurde. Also dieses deutsche Denken nur bis zum eigenen Hemd ist so bescheuert. Es ist so egoistisch. Ja. Immer mehr Menschen denken so nicht. Aber es gibt immer noch sehr viele, die so denken an entscheidender Stelle. Und das ist das Problem. Ja, ich hatte auch mal das, in Anführungszeichen, Vergnügen, mich mal mehr oder weniger auszutauschen mit jemandem, der jahrelang durchaus ein außenpolitisch, also der durchaus was zu sagen hatte. Ich kann dir nachher auch, wenn das Mikrofon aus ist, sagen, wer das war. Und seine Thesen, da habe ich auch gedacht, oh Mann, das war in der Merkel-Ära jemand, der durchaus ein Stichwortgeber war in puncto Außenpolitik. Und wir kriegen das ja im Zusammenhang mit der Russischen Föderation mittlerweile mit, wer alles Frau Merkel beraten hat und wer alles welche Meinungen immer noch zu Russland vertritt. Und man denkt sich so, oh mein Gott, das waren also 16 Jahre lang die Ratgeber in Sachen Umgang mit der Russischen Föderation. Ja, kein Wunder, dass wir fast Nord Stream 2 in Betrieb genommen hätten. Genau. Ja, genau. Also die Position zu Russland des Herrn kenne ich nicht, aber ich habe das gelesen, was er von Erdogan hält und so. Und ja. Genau, wie man denn mit dem ja außerhalb des umgehen müsste. Genau. Ja. Also ich wollte ja kein... heute über die USA reden. Genau, du hast nämlich gerade eben schon das Wort, das Stichwort Amerika gebracht in Bezug auf Europa vor 60, 70 Jahren. Und genau, deswegen kommt jetzt der Switch. Danke erstmal für diesen kurzen Input zu Houthi und zu den Houthi-Milizen und zum Iran. Und jetzt beschäftigen wir uns mit der in diesem Jahr anstehenden Wahl, Präsidentschaftswahl in den USA, die am 5. November 2024 stattfinden wird. Am 20.01. nächsten Jahres ist dann die Vereidigung des dann kommenden Präsidenten, also ungefähr in einem Jahr. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Und ich weiß gar nicht, womit wollen wir anfangen? Erstmal, ich glaube, ich hätte gern ein bisschen dein Know-how zum amerikanischen Wahlsystem an sich. Also was ist ähnlich und was ist unterschiedlich zum Beispiel zu dem, was wir in Deutschland haben? Genau, also fast alles ist anders als das, was wir hier kennen. Das ist einfach ein komplett anderes System. Vielleicht fangen wir erstmal mit diesem Datum an, 5. November. Okay. Das Ganze ist ja verfassungsrechtlich in den USA festgelegt, wann diese Wahlen stattfinden. Und die Wahlen finden im festen Turnus alle 4 Jahre statt. Und zwar am Dienstag nach dem ersten Montag im November. Das steht so einfach verbrieft rechtlich drin. Der Dienstag nach dem ersten Montag in diesem November ist dann der 5. Das heißt, es kann in 4 Jahren vielleicht sogar die 2. Novemberwoche sein, wenn wir mit einem Dienstag den November beginnen. Ja. Dann ist ja erst der nächste Dienstag der Dienstag nach dem ersten Montag im November. Ganz kompliziert, dahinter steckt ein bestimmter Gedanke, der sich aus dieser Agrarstruktur dieses Landes historisch betrachtet ergibt. Okay. Als das Recht und die Verfassung dort erstellt und, ja, wenn du so willst, ausgeformt und niedergeschrieben wurde. Man hat den Gedanken gehabt, dass im November die Ernte ja vorbei ist.
Und wenn die Leute am Sonntag alle zur Kirche gehen, dann sollen sie noch den Montag haben zur Anreise mit Kutschen zu ihren nahegelegenen Wahllokalen, damit sie am Dienstag in Ruhe ein paar hundert Kilometer weiter weg ihre Wahlstimme abgeben können. Deshalb hat man gesagt, der November ist der Monat, zu dem die Ernte bereits erwirtschaftet und quasi, wenn du so willst, reserviert worden ist. Den Sonntag als Wahlsonntag wollen wir nicht, weil es der Tag des Gottes ist. Und den Montag nutzen wir zur Anreise und Dienstag ist der Wahltag. Weil wenn man den gesamten Montag mit der Kutsche unterwegs war vom Wilden Westen, kommt man am Dienstag in der nächstgrößeren Stadt an und kann bei der Post seine Wahlstimme abgeben oder wo auch immer. Ja. So kommt es zustande, dass es der 5. November ist. Es ist also ein Algorithmus. Du kannst jetzt schon sagen, wann in 1 Million Jahren dort eine Wahl stattfindet, weil es ja immer der Dienstag ist nach dem ersten Montag im November. Okay, das ist interessant, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Okay. Ja, damit fängt es schon an. Es gibt bestimmte Eigentümlichkeiten. Dieses Wahlsystem ist ja, also wir sprechen jetzt über die Wahl des Präsidenten, ja? Genau. Ja. Es gibt ja noch den Senat und es gibt das Repräsentantenhaus. Das finde ich, das bräuchten wir fast schon eine eigene Folge dazu. Können wir auch mal machen. Nur über die Wahl des Präsidenten. Naja, also ist ja gar nicht so abwegig, weil mit der Wahl des Präsidenten wird ja das Repräsentantenhaus auch neu gewählt. Die Wahl dort findet ja alle 2 Jahre statt im Repräsentantenhaus. Und es werden ja auch ein Drittel der Senatoren gewählt. Das fällt ja alles zusammen. Und deshalb habe ich einen Frage mit Repräsentanten aus dem Senat, aber wir wollen jetzt erstmal nur den Mann oder die Frau an der Spitze jetzt thematisieren und damit die Präsidentschaft. Das amerikanische Wahlsystem ist kein direktes Wahlsystem, sondern ein indirektes. Wählen tun den Präsidenten nicht die Amerikanerinnen und Amerikaner durch Abgabe ihrer Stimme unmittelbar, sondern indem sie legitimieren ein Wahlmännerkollegium. Und dieses Wahlfrauenkollegium, das wählt dann wiederum den Präsidenten. Es gibt eine feste zeitliche Reihenfolge, die rechtlich verbrieft ist. Wir haben ja gerade mit diesem Wahltag begonnen. Und an diesem Wahltag findet in den einzelnen Bundesstaaten finden einzelne Wahlen statt. Das heißt, es sind eigentlich simultan parallel 50 Einzelwahlen, die stattfinden. Die dann am Ende die Gesamtheit der Wahlmänner und Wahlfrauen von 538 ergeben. Es sind 538 Wahlmänner, Wahlfrauenstimmen. Es kann sein, das habe ich nicht nachgeguckt, dass es diesmal sogar mehr ist. Weiß ich nicht. Das hängt immer davon ab, was man beim letzten Zensus und bei der letzten Volkszählung der USA für Wahlmännerstimmen festgelegt hat. Ob sich diese Wahlmännerstimmen erhöht haben der Anzahl nach und ob das rechtlich überhaupt möglich ist, dass sie sich erhöht haben. Das weiß ich nicht. In dem einen Punkt bin ich nicht sicher, aber es gibt eine feststehende derzeit von 538 Wahlmännerstimmen. Und diese 538 Wahlmännerstimmen, um deren Zusammensetzung geht es bei diesen parallel in den einzelnen Staaten an jenem 5. November stattfindenden Wahlen. Und die 48 Staaten von diesen 50 Staaten vergeben ihre Wahlmännerstimmen nach dem The Winner Takes It All Prinzip. Das heißt, wenn in Florida fiktive Zahlen Donald Trump 49 Stimmen erhält, das sind jetzt fiktive Zahlen, und Joe Biden erhält 48, werden die Wahlmänner nicht brutal zwischen Donald Trump und Biden geteilt, sondern Donald Trump, der eine Wahlmännerstimme mehr hat, bekommt alle Wahlmänner Florida. Okay. Das heißt, the winner takes it all. Man muss den Satz wörtlich nehmen. Der Gewinner kriegt alle Wahlmännerstimmen. Er kriegt nicht quotal in Höhe der ihm zustehenden Prozente, sondern er bekommt alle. Ja. Das heißt, es findet ein relatives Mehrheitswahlrecht statt in den einzelnen Bundesstaaten, was dazu führt, dass die Bundesstaaten entweder gewonnen oder verloren werden. Deshalb ist das so wichtig für die Amerikaner und für die Kandidaten, dass sie die einzelnen Staaten, um die es wirklich geht, bereisen, weil wenn sie die vergeigen, dann verlieren sie ja alles. Sie können sich nicht darauf ausruhen, dass sie wenigstens ein paar Prozent dort bekommen, sondern es ist egal. Die eine Stimme Unterschied kann bedeuten, dass man alles bekommt oder gar nicht. Das ist interessant und tatsächlich ein Riesenunterschied zu Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Das ist auch interessant.
Ändert sich dann dieses Wahlmänner, damit ich das einmal kurz und dann hast du ja sicherlich Folgefragen. So setzt sich dieses Wahlmännerkollegium dann zusammen aus den einzelnen Bundesstaaten, die nach ihrer Population und auf Grundlage des letzten Zensus, der letzten Volkszählung quasi eine bestimmte Zahl von Wahlmännern und Wahlfrauen zugeschrieben bekommen. Florida, Kalifornien als bevölkerungsreichster Staat hatte bei den letzten Wahlen, soweit ich das noch in Erinnerung habe, 55 Wahlmänner. Und die Demokraten bereisen Kalifornien so gut wie gar nicht. Weil das ist völlig klar nach dem Winner-Takes-It-All-Prinzip, die werden auf jeden Fall die Nase vorn haben und sie bekommen alle 55 Wahlmännerstimmen. Also warum soll Kamala Harris, obwohl sie ja ursprünglich Senatorin des Bundesstaats Kalifornien war, oder warum soll Joe Biden dann nach L.A. oder nach San Francisco, wenn es sowieso klar ist, dass sie bei den Präsidentenwahlen in relativer Mehrheit betrachtet, mehr haben werden als Trump oder wer auch immer ihm gegenübersteht, weil sie bekommen ja alle 55, ob sie jetzt 2 Stimmen mehr haben oder 3. Aber sie werden mit großem Vorsprung Kalifornien gewinnen. Ist wahrscheinlich dann bei den Republikanern ähnlich, wenn man zum Beispiel dann in Texas ist oder so, ne? Nicht mehr? Okay. Nicht mehr. Nein. Weil Texas ist durch die Hispanics und durch die sehr junge Bevölkerung, durch Universitätsstädte, durch urbanes Leben um die großen Städte herum, Houston und Dallas und so weiter und so fort, ist mittlerweile, ich würde sagen, es ist kein Swing State und es ist kein Toss-Up. Also Toss-Up bedeutet ja quasi ein Kopf an Kopf. Aber es ist auf jeden Fall ein Bundesstaat, um den es sich zu kämpfen, finanziell betrachtet, was den Input an Finanzen angeht, lohnt. Es ist durchaus eng. Also ich glaube, das sind jetzt immer nur so 2-3 Prozentpunkte, die Kandidaten voneinander trennen und nicht zu Zeiten von George W. 15-20%. Ja, das ist so meine Assoziation halt auch mit Texas natürlich. Nee, das ist vorbei. Okay, interessant, ja. George W. war ja auch Gouverneur von Texas. Der hatte natürlich auch so einen Bonus an lokaler Verbundenheit, ne? Aber was wäre denn zum Beispiel, also erstmal Swing States hast du gerade schon genannt, den Begriff kannst du gerne noch mal ein bisschen erläutern und dann auch, was sind denn traditionell demokratische und traditionell republikanische Hochburgen? Gute Frage, kann man so nicht einfach, also traditionell ist genau der Begriff, der zeigt, dass es keine Tradition gibt. Okay. Versuch das jetzt gleich mal kurz zu erklären. Also was sind Swing States? Swing States sind Bundesstaaten, die, wenn man die letzten Wahlen zugrunde legt, zu den wenigen Bundesstaaten gehörten, die mal republikanisch gegangen sind und mal demokratisch. Ja. Also die von ihrer Bevölkerungsstruktur, je nach Kandidatin oder Kandidat, auch kippen können. Die also nicht fest verbucht werden können, weil ihre Demografie beiden Parteien, je nach Sympathie des einzelnen Kandidaten, in die Karten spielen kann. Das ist Florida, Ohio, wobei Ohio in den letzten Zyklen eigentlich mit größerem Abstand an die Republikaner gegangen ist. Soweit ich mich erinnere, hat Biden Ohio auch nicht geholt. Das ist mittlerweile Virginia. Virginia war jahrelang in republikanischer Hand. Seit Obama ist Virginia zumindest ein Swing State. Das ist traditionell Pennsylvania. Swing States mittlerweile, Georgia und Arizona sind mittlerweile auch Swing States. Das hätte man sich vorher auch nie gedacht. Aber die klassischen, traditionellen Swing States der letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahre wären meiner Meinung nach Michigan, Philadelphia, Minnesota, Ohio, Florida, jetzt mittlerweile Virginia und so weiter und so fort. North Carolina könnte man noch dazu zählen. So. Weil du traditionell gesagt hast, traditionell kann man nicht sagen. Bis in die 60er Jahre waren ja die Demokraten das, was die Republikaner jetzt sind und umgekehrt. Ja. Also genau. Die Demokraten waren die Dixie-Partei. Das waren die für die Southern States. Ja. Und mit Kennedy und der Bürgerrechtsbewegung haben sie einmal die Rollen getauscht. Hört sich komisch an, das ist aber genauso, wie ich sage. Man muss das auch immer mal wieder erwähnen, dass die Demokraten früher halt die Sklavenhalterpartei waren, ne? Also das, und die Republikaner die Partei für die Abschaffung der Sklaverei. Also Lincoln war Republikaner. Ja, das ist, und der Ku Klux Klan zum Beispiel war äußerst antirepublikanisch, ne? Und eher pro-demokratisch. Das finde ich halt, das wissen viele Leute einfach nicht. Gerade weil die Democrats ja heutzutage sich ja eben genau als die Black Lives Matter Partei inszenieren. Also, ne? Das ist, und dabei ist das eigentlich noch nicht so lange her, dass es genau andersrum war.
Die Republikaner waren bis in die 60er hinein die Partei der sehr zentralistisch denkenden, durchaus auch für einen stärkeren also für einen zentralen, stärkeren, zentraleren Staat eintretenden, aus dem Blickwinkel der Südstaatler, snobistischen Nordstaatler. Also die gut dotierten, hoch angesehenen, ökonomisch besser gestellten Nordstaatler, die so ein bisschen abfällig auf die Südstaaten gucken und in Manhattan auf die Welt schauen und gerne nach Europa reisen und Philanthropen sind und so weiter und so fort. Also die Republikaner waren die Hochburg des aufgeklärten Bürgertums, das mit all diesen rückständigen, reaktionären, völkischen Denken nichts zu tun haben will, wofür für sie die Südstaatler standen. Genau. Ja. Und in Amerika natürlich immer kulminiert in dieser Fragestellung der Sklaverei. Das ist ja, wenn du so willst, die Ursünde dieses Landes, das ich sehr mag. Aber die Sklaverei als zum Teil noch nicht aufgearbeitetes Problem begleitet ja dieses Land bis heute. Ja, das ist definitiv so, genau. Ja. Das wäre eigentlich auch nochmal Material für eine eigene Folge, das können wir eigentlich auch nochmal machen. Ja, Sklaverei ist wirklich ein Material für die eigene Folge und dann hört es aber auch bei dem Thema mit der Lobhudelei auf, weil ich finde, da haben die Amerikaner immer noch sehr viel Nachholbedarf. Dieses Thema ist echt immer noch ein problematisches Thema und wenn du das im Wahlkampf bringst, auch nur als Wort, das triggert so viele Ressentiments und so viel Rassismus, dass man da manchmal wirklich denkt, ihr müsstet eigentlich weiter sein. Weil dieses Thema müsst ihr aufarbeiten. Ihr habt es zum Teil aufgearbeitet, aber zum Teil sträubt ihr euch dagegen auch noch extrem. Also es ist echt ein Wunderpunkt bei den US-Amerikanern. Müssen sich gefallen lassen, dass selbst Freunde wie ich sie in der Hinsicht kritisieren. Weil ich finde, dieses Problem und diese Episode ihrer Geschichte haben sie noch nicht lückenlos aufgearbeitet. Vielleicht passiert es noch. Aber ich würde nochmal zurückgehen zu der Umkehr sozusagen, dass die Demokraten durch Kennedy in den 60er Jahren, der dann eben der Freund der Bürgerrechtsbewegung war, also Martin Luther King und so weiter, die ja damals in den 60ern aufkam, dass das sich dann sozusagen umdrehte. Und heutzutage ist es ja eigentlich so, die Democrats gelten als progressiv und die Republikaner gelten halt irgendwie als reaktionär oder rechts, also beziehungsweise politisch rechts. Das ist ja in Amerika eine ganz andere Bedeutung als hier. Das hat einen ganz anderen Klang. Politisch rechts ist eine ganz normale politische Kategorie. So, das reicht von konservativ bis zu alt-right, wobei alt-right und republikanisch jetzt nichts miteinander zu tun haben. Aber das finde ich auf jeden Fall insofern bemerkenswert, wie sich dann auch so wie du es auch schon gesagt hast, wie sich dann auch so das Wahlverhalten in den letzten Jahrzehnten auch änderte in verschiedenen Bundesstaaten. Also ich würde mal sagen, Florida ist ja Ron DeSantis, glaube ich, relativ beliebt so, aber trotzdem, es wundert mich, wenn du sagst, das ist ein Swing State. Also Florida ist, soweit ich mich erinnere, wie gesagt, auswendig gelernt, alle Einzelergebnisse der letzten 100 Jahre habe ich nicht. Nee. Aber soweit ich mich erinnere, hat Obama ja knapp zweimal Florida geholt. Soweit ich mich erinnere. Es kann auch sein, dass er bei seinem ersten Zyklus Florida nicht geholt hat und beim zweiten, das weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall Florida auch mal geholt. Und Biden ist das ja zum Beispiel nicht gelungen, Florida zu holen. Schon die Historie der letzten 12 Jahre zeigt ja, dass Florida zwischen Blue und Red einmal geswitcht ist. Und das kann man auch demografisch gut erklären. Da sind zwar sehr viele Hispanics, müsste grundsätzlich sagen, die Hispanics müssten ja ein überwältigender 99-prozentiger Mehrheit die Demokraten wählen, weil sie doch mit so jemandem wie Trump nicht zurechtkommen können, der Mexikanern irgendwie dieses und jenes in seinen erratischen Momenten alle möglichen Leute über den Kamm geschert hat und irgendwie von illegalen Eindringlingen und was weiß ich was sprach. Also eigentlich müsste man ja denken, dass die Hispanics aufgrund der harten Haltung der Republikaner zu der Sicherung der Südgrenze und zu den abfälligen Bemerkungen gegenüber Hispanics eigentlich sich hingezogen fühlen müssten zu den Demokraten. Aber das ist auch zu einem großen Teil so. Aber die Demografie in Florida ist ja eine ganz besondere. Da sind ja auch sehr viele Exilkubaner. Und die Exilkubaner können mit progressiver, für sie sozialistischer Politik gar nichts anfangen. Weil sie natürlich alle vor Fidel geflohen sind
und ein Land wollen und erstreben oder erstrebt haben oder sich gewünscht haben, indem sie alte Freiheiten haben, die auf der Insel, die gar nicht weit entdeckt ist von Florida, nicht hat. Genau, ja. Ob das eine in sich schlüssige Schlussfolgerung ist, dessen, was die Republikaner ihnen dort bieten, mag dahingestellt bleiben. Das möchte ich gar nicht bewerten, aber das, was so paradox wirkt, dass ein Bundesstaat wie Florida irgendwie so jemanden wie Trump oder so wählen könnte, in Anführungsstrichen, ist beim näheren Hinsehen doch nicht paradox. Und Trump hat übrigens Florida aufgeholt, als er gegen Clinton angetreten ist. Den Wahlgang, diesen Zyklus hatten wir völlig außer Acht gelassen. Mhm. Und was man nicht vergessen darf, Florida ist ein großer Bundesstaat. North Florida grenzt ja an Georgia. Mhm. Das heißt, North Florida geht fast über in Richtung Bible Belt. Das ist okay. Ein hochreligiöser, sehr konservativer, weißer Abschnitt. Da gibt es diese Vermischung und die Hispanics und die Großstädter um Miami Beach, lalala, die gibt's dort gar nicht. Das ist Farmland, das ist Rural America, das ist sehr weiß und sehr christlich und wie gesagt mit Übergang zu den Südstaaten. Also Florida ist nicht nur Alligatoren schauen im Süden, sondern im Norden geht es so Richtung Amerika, so wie man sich das unter den Südstaaten vorstellt. Und so in sich betrachtet ist der Bundesstaat am Ende immer auf der Kippe. Ich glaube stark, dass es in diesem Zyklus republikanisch bleiben wird, egal wer bei den Republikanern antritt. Aber mal sehen. Ich glaube, Biden kommt dort nicht gut an. Also ich finde das auch interessant, weil du sagst Hispanics und eigentlich ja eher dann Demokraten wählen würden und so. Wobei ich halt, also das bezieht sich jetzt nicht nur auf die kubanischen Immigranten, sondern auch auf Hispanics beispielsweise aus Mexiko oder aus Lateinamerika. Das sind ja halt zum Teil auch, also es wäre katholische Menschen, also dementsprechend auch eher konservativ, die eigentlich, glaube ich, mit dem ganz progressiven Lager der Democrats, also vor allem, dass du dieses Trans und Queer und Wokeness betrifft, glaube ich, gar nichts anfangen können. So, und ich habe auch Interviews mal gelesen. Es gab ja auch beispielsweise Hispanics for Trump, Blacks for Trump und so weiter. Also, wo ja auch dann, also, das war ja immer so witzig, das zu betrachten, wenn dann so deutsche Kommentatoren vom Öffentlich-Rechtlichen oder aus dem eher linken Milieu oder eher grünen oder Woke-Milieu, die konnten das gar nicht fassen. Das Schwarze gibt, die Trump wählen. So, das geht nicht in deren Weltbild rein, aber dass es vielleicht auch schwarze Konservative gibt oder eben Immigranten aus Lateinamerika, die einfach konservativ sind und die tatsächlich mit dieser Politik der Demokraten nichts anfangen können. Vielleicht finden die Trump gar nicht so toll, aber du hast ja in den USA jetzt nicht die Riesenauswahl. Du kannst ja nicht, also du kannst schon andere Parteien wählen, aber das Rennen machen die Dems oder die Reps. Also das ist völlig unerheblich, ob du die Green Party oder der Tea Party irgendwie noch eine Stimme gibst. Und daher fand ich mal sehr interessant, ja. Wie die Realität dann so mit der Wunschvorstellung kollidiert, ja. Also was mich nie gewundert hat, ist die Tatsache, dass ethnische Minderheiten oder religiöse Minderheiten, wie auch immer die du gerade aufgezählt hast, wobei die eigentlich in den USA keine Minderheiten mehr sind, sind Gruppen unter vielen anderen Gruppen. Die demografischen Entwicklungen der USA zeigen ja in Richtung eines Landes, das eigentlich künftig nur noch aus gleich starken sich gegenüberstehenden Gruppen bestehen wird. Das werden künftig keine Minderheiten mehr sein. Aber so verstandene, in Anführungsstrichen, gelesene Minderheiten, dass die republikanisch wählen, hat mich noch nie geschockt. Was ich tatsächlich nie verstanden habe, das ist aber nicht die Kerbe, in die Kommentatoren aus Deutschland geschlagen haben. Was mich immer fasziniert hat, ich sage das jetzt mal wertneutral, war, wie kannst du einerseits ein sehr gläubiger Katholik sein, der strenge familiäre Werte und Maßstäbe hochhält und dann jemanden gut finden, der bei Interviews sagt, also wenn er jetzt nicht der Vater von Ivanka wäre, ihren Arsch findet er ziemlich geil. Das habe ich nie verstanden. Also die moralische Verkommenheit eines Trumps als Anziehungspunkt für Menschen, die sehr puritanisch am Sonntag anderen Moralpredigten halten. Diesen Spagat zwischen so einem, man muss es ja mal sagen, wenn Trump nicht Republikaner wäre, der könnte auch einfach locker ein Gigolo aus
APAist sein, in New York sein, und es würde vom Lebenswandel überhaupt keinen Unterschied machen. Ja. Das ist ja ein, ist ja ein, ist ja ein mit Geld gesegneter Lebemann, der eigentlich von so konservativen Werten, muss man doch mal ehrlich sagen, jetzt gar nicht so arg viel hält. Der umgibt sich mit solchen Leuten, weil er in dieser Partei ist. Aber Trump ist ja für mich kein zweiter George W., der das auch wirklich lebt. Null. Nee, genau. Das ist tatsächlich auch. Das habe ich nicht verstanden. Also diesen Widerspruch hat sich, der ist bei mir geblieben, aber wenn man jetzt Trump mal, ich möchte mal auch Trump einmal von der Republikanischen Partei mal raushalten, wenn man einfach nur die Core Values of the Republican Party betrachtet, dann wundert mich natürlich nicht, dass Hispanics und andere Gruppen die Republikaner wählen. Warum denn nicht? Ja, genau. Ja. Genau. Naja, halt in heutigen identitätspolitischen Zeiten ist das natürlich, wo dann halt irgendwie auch ein Joe Biden sagt, if you don't vote for me, you're not black, so, oder halt ein Larry Elder beispielsweise als the black face of white supremacy gilt. Ist das natürlich dann alles ein bisschen schwierig, dann, wenn die umworbenen Minderheiten, die eigentlich keine Minderheit mehr sind, nicht das tun, was halt die progressive Kaste von ihnen möchte oder wie sie sich zu verhalten haben, so wie die progressive Kaste es halt sich so erwünscht. So, und das finde ich immer wieder bemerkenswert. Ich glaube, das ist halt diese identitätspolitische Spaltung, ist in den USA noch viel, viel weiter vorangeschritten als hier. Das würde mich nämlich auch gleich zur nächsten Frage bringen, nämlich über generell zu der Stimmung im Land nach mittlerweile jetzt 3 Jahren Biden und ja am Vorabend quasi der nächsten Präsidentschaft. Wahlen. Na, die Stimmung im Land ist beidseitig gleichermaßen zu analysieren. Ich möchte gern das Wort Identitätspolitik in den USA aufgreifen. Da ist, ich verstehe deine Kritik, aber die identitätspolitische Argumentation bedient die rechte Seite in Amerika gleichermaßen. Es ist ein Culture War, davon kann man so sprechen, ne? Genau. Das ist Culture War, genau. Und es gibt, das kann man, glaube ich, letzten Endes doch bei den USA feststellen, es gibt identitätspolitische Anknüpfungspunkte für beide Lager. Die Tea Party-Bewegung war ja letzten Endes auch eine stark gelebte Identitätspolitik mit einer bestimmten Wertvorstellung und einer Vorstellung von Amerika, so wie es bitte wieder sein soll, weil man unter Obama sah, dass es in sich zusammenbröckelt. Das ist letztlich, ist das genauso identitätspolitische Orientierung, wie das, was Progressive machen, was am Ende dazu führt, dass das Land, weil du zur Stimmung kommst, vergleichbar ist, bildlich gesprochen, mit einem riesen Krater nach einem großen Erdbeben. Und dann stehen sich einfach zwei Lager gegenüber und sagen, diesen Graben können wir gar nicht mehr überwinden. Wir sind so weit voneinander weg, kulturell, dass ich möchte dir nicht zuhören und ich habe das Gefühl, dass du mir auch nicht mehr zuhören möchtest. Also schreien wir uns gegenseitig an. So kannst du aber natürlich kein Land regieren. Nee. Also kriegst du, und insbesondere kriegst du ein Land nicht befriedet, das mit Mehrheitswahlrecht darauf aus ist, dass zwei Lager miteinander auch können. Also Amerika ursprünglich, auch verfassungsrechtlich gedacht, ist ja, wenn man das auch gar nicht so richtig denkt, es ist ja ein Land, das durch das Mehrheitswahlrecht keine Konsens- und Koalitionsbildung kennt. Jahrelang konnte es gleichermaßen, obwohl es keine Konsens- und Koalitionsbildung kennt, durch überparteiliches Denken trotzdem ordnungsgemäß regiert werden. Es gab immer zwischen den Parteien, insbesondere im Senat, Verbindungen, Freundschaften. John McCain, der Verstorbene, war ein sehr enger Freund von Joe Biden und so weiter und so fort. Man hat also immer, trotz der ideologischen fundamentalen Unterschiede, die man seit Jahrzehnten pflegte, in den entscheidenden Momenten dieses Landes es hinbekommt, trotzdem einen gemeinsamen Nenner zu finden und sich irgendwo in der Mitte zu treffen. Wenn du aber nur noch Feindschaft gegenüber dem anderen empfindest, auf beiden Seiten, dann wird sich das irgendwann auch auf deine persönlichen Ansichten über die andere Person. Dann ist nämlich Politik, und was ist, dann wird's gefährlich. Dann ist dieses Aufeinander draufschlagen nicht mehr nur für die Kameras gedacht, sondern man grüßt die Leute auch nicht mehr in der Kantine, weil man sie wirklich nicht mehr mögen, weil man sie einfach nicht mehr mag. Also wenn die Antipathie wirklich in Fleisch und Blut übergeht und du den anderen nur noch verachtest, dann ist keine Grundlage dafür Kooperation. Es gibt in den USA und auch bei den Demokraten und bei den Republikanern immer noch viele, die miteinander gut können. Es gibt ja auch konservative Demokraten, das sind die Blue Dog Democrats. Also ehemals, die ist ja mittlerweile aus der Demokratischen Partei ausgetreten, Kirsten Sinema, das ist eine Senatorin aus Arizona. Die kann unfassbar gut, die ist offen,
bisexuell, aber hat hervorragende Verbindungen selbst zu rechten Republikanern, weil sie mit denen eine gute Kommunikationsbasis pflegt. Und ist auch wirklich dort geschätzt und gern gesehen, weil man sich ihr gerne anvertraut, weil man weiß, das vertrauliche Wort bleibt bei ihr und sie schafft es, Brücken zu bauen. Also es gibt Hoffnungsschimmer. Joe Manchin zum Beispiel, Senator des Bundesstaates South Carolina, der, glaube ich, nicht mehr nochmal antritt, war auch so einer. Der den Demokraten übrigens häufig ein Ärgernis war, weil er dann bestimmte Projekte, wenn es knapp kam, dann trotzdem nicht mittrug, sondern seine eigenen Leute dazu zwang, auf die Republikaner zuzugehen. Aber das hat ihm natürlich auf der anderen Seite Respekt verschafft und man hat auf ihn gehört, wenn er dann mal mahnend gesagt hat, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen. Weil die wussten, sie haben in ihm auch einen Ally, wenn es mal um ihre Belange geht. Also was würdest du sagen, das ist ja generell etwas, was wir auch eigentlich auch in Europa betrachten können seit einigen Jahren. Das ist jetzt nichts rein amerikanisch-spezifisches, aber vielleicht ist es da noch ausgeprägt. Aber würdest du sagen, wann ging das so los, dass diese Gräben so vertieft wurden, dass eigentlich so teilweise eine Kommunikation nicht mehr möglich ist? Also das, was Joe Biden ja auch gesagt hat, ihr wird jetzt das Land einen und befrieden. Genau, das also das ist ja nicht so nicht so gut funktioniert, ne? Genau. Also ja, man muss aber auch sagen, es war von Anfang an eine fast unmögliche Aufgabe. Denn ich sehe, also ein Mann oder eine Frau an exponierter Stelle wird die Versöhnung dieses Landes nicht bewirken können. Nein. Die USA sind auch kein autoritativ höriges Land. Die Menschen leben dort ein sehr privates Leben und der Staat hat nur begrenzte Einflussmöglichkeiten, was ihre Sichtweise angeht. Das ist genau. Ein Land vergleichbar mit Kontinentaleuropa, wo Politik wirklich die Stimmung der Menschen eins zu eins widerspiegelt, sondern die haben ihre Stimmung unabhängig davon, wer da in irgendwelchen Sessel sitzt. Wenn du mich fragst, wie man das Land einigen kann, dann müsste das auf so einer lokalen County-to-County-Ebene sein. Also wirklich dieses am Nationalfeiertag die methodistischen, übelst religiösen Nachbarn von gegenüber, die man eigentlich bislang nicht so dolle fand, vielleicht doch wirklich mal zum Sonntagsbraten einladen und sich ein wenig streiten, aber sich gegenseitig respektvoll begegnen, sich gegenseitig Hallo sagen. Das hört sich so lächerlich an, aber das ist ja teilweise der Zustand dort, dass Menschen in unmittelbarer Nachbarschaft nicht mehr miteinander reden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das haben wir Gott sei Dank in Deutschland noch nicht. Es gibt Tendenzen, die in die Richtung gehen, aber wir haben noch nicht den Zustand, dass wir mit unseren unmittelbaren Nachbarn oder mit irgendwelchen Leuten, von denen wir wissen, die sind politisch vielleicht nicht auf unserer Wellenlänge, dass wir nicht mal mehr das Grußwort mit ihnen wechseln. Und das wäre so eine Ebene, wo sich das Land ändern könnte. Die Frage, wann sich das geändert hat, wann es gekippt ist in Richtung zwei Gruppen quasi, wenn du so willst. Ich glaube tatsächlich mit, so paradox wie es klingt, aber mit dem Erfolg der Bürgerrechtsbewegung begann eine tiefe Kluft zwischen diesen beiden Gruppen. Möchte ich aber unmittelbar daran anknüpfen. Zur Bürgerrechtsbewegung in den USA gab es keine menschlich erträgliche Alternative. Sie war zwingend, weil in den 60er Jahren die Ungerechtigkeit gegenüber den Schwarzen und ihre Ungleichbehandlung und ihre institutionelle Zeitklassigkeit, die quasi in Stein gemeißelt schien, sie musste aufbrechen. Also die USA ohne die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre wären ganz sicherlich kein Land, das ich mögen würde. Die Bürgerrechtsbewegung in den USA war eine zwingende Folge jahrzehnte- und jahrhundertelanger Unterdrückung eines erheblichen Teils von Menschen, die nichts anderes getan hatten, als einfach nur eine andere Hautfarbe zu haben. Also purer Rassismus. Und die Bürgerrechtsbewegung war zwingend. Und dass sie kam, war ein Segen für das Land. Was aber gleichermaßen passiert ist, meine Meinung, ist, dass die Bürgerrechtsbewegung übergegangen ist, was ich grundsätzlich gut finde, in eine Emanzipation von vielen althergebrachten, wenn du so willst, Freiheitseinschränkungen. Also die Bürgerrechtsbewegung war ja nur ein Aspekt von vielen beim Übergang der USA von einem
ich sag mal, feudal, traditionell organisierten Land hin zu einem aufgeklärten Bürgertum, was sich seine Freiheiten nimmt und sich vom Staat nicht mehr reindirigieren lässt. Und auf dem Weg dorthin, finde ich, hat die politische Klasse einen Großteil der Menschen irgendwie gedanklich verloren, weil man nicht vergessen darf, die sind dann weiterhin sonntags in die Kirche gegangen und fanden weiterhin, dass Homosexualität eine Sünde ist. Die sind weiterhin sonntags in die Kirche gegangen und fanden weiterhin, dass jede Abtreibung eine Sünde ist. Ich habe zu beiden Themen eine komplett konträre Meinung als diese Menschen, die ich gerade zitiert habe, die sonntags in die Kirche gehen und das verteufeln. Denn ich finde, wie zum Beispiel wir das in Deutschland mit dem Abtreibungsrecht hinbekommen, eine weise Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die Güter werden in eine ausgewogene Abwägung zueinander gebracht. Man respektiert sowohl das Recht der Frau am eigenen Körper als auch das Recht des ungeborenen Lebens. So eine Entwicklung finde ich klasse, weil man allen Rechtspositionen Rechnung trägt. Das ist ja unsere Rechtslage derzeit, ist ja ein Kompromiss zwischen dem Recht der Frau am eigenen Körper und dem Recht des ungeborenen Lebens durch die Fristenlösung. So eine Entwicklung, dass man im gesellschaftlichen Miteinander richtig doll streitet, aber dann irgendwann sagt, jetzt ist aber mal gut. So eine Entwicklung hatten die USA nicht. Es war immer mit der Brechstange. Bis zum Montag hat man komplettes Abtreibungsverbot und ab Dienstag kannst du komplett abtreiben. Okay, ja. Also so befriedest du kein Land. Du befriedest das Land, so wie wir es in Deutschland gemacht haben. Man streitet und findet am Ende eine faire, ausgewogene Lösung. Es gibt immer noch Menschen, die Lösung, wie wir sie jetzt haben, zum Beispiel beim Abtreibungsrecht, nicht ausgewogen finden, weil sie entweder in das eine Extrem oder in das andere Extrem neigen. Es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, Abtreibung dürfte grundsätzlich überhaupt keinen Einschränkungen unterworfen sein. Und es gibt auch immer Menschen, die sagen, Abtreibung dürfte nie möglich sein. Ja, ja. Das ist aber nicht die Lösung, die das Bundesverfassungsgericht verfassungsrechtlich erarbeitet hat. Ich merke, da kommt der Jurist in dir durch, ne? Ja, ja, das ist ja letztlich, ne, also diese juristischen Geschichten sind tatsächlich von Belang, wenn es um die Frage geht, ob wir friedlich miteinander umgehen können. Also Jura ist immer so trocken, aber Jura ist häufig das Ergebnis von langen Streitigkeiten und am Ende findet jeder, dass er sich da drin widerspiegeln kann. Du findest in Deutschland nur noch ganz wenige Menschen, die uns wirklich in einen Bürgerkrieg reinbringen wollen bei der Frage der Abtreibung. Und es ist gut so, weil wir da irgendwie gefunden haben, aufeinander zuzugehen. Und das haben die Amerikaner, diese Entwicklung in ihrer Gesellschaft, haben sie so nicht nachvollzogen. Okay. Also ist das Problem eigentlich tatsächlich älter? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre so in den letzten 10, 15, 20 Jahren vielleicht so langsam aufgebrochen. Meine bescheidene Meinung sieht das Ganze ein wenig mehr in der Vergangenheit. Es gibt sicherlich zigtausend Menschen, die es anders sehen. Was auch okay ist. Aber meiner Meinung nach, wie gesagt, wenn man das kurz zusammenfassen müsste, wäre Bürgerrechtsbewegung und ihre Errungenschaften geile Sache, komplett Daumen hoch. Man hat aber dabei irgendwie halb Millionen von Menschen nicht mitgenommen. Weil man diesen gesellschaftlichen Konsens und das lass uns respektvoll miteinander streiten und uns irgendwo in der Mitte treffen, das hat man nicht geübt. Okay. Wie ist denn jetzt aktuell gerade die Stimmung im Land eigentlich? Kannst du da irgendwie so ein bisschen, hast du da so ein bisschen Einblick drin eigentlich gerade? Gibt es eine große Unzufriedenheit mit der Regierenden, also mit beiden? Soweit ich das jetzt als Außensteher mitbekomme, ja, aber das ist natürlich auch sehr selektiv, wie ich, oder sehr vielleicht auch subjektiv, wie ich es wahrnehme. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich gibt es in den USA auch ein massives Stadt-Land-Gefälle, ne? Absolut. Also die Städte sind fast durchgehend, was Mehrheiten angeht, in demokratischer Hand. Es gibt ganz wenige Großstädte, bei denen man jetzt von Swing State oder was auch immer sprechen könnte. Oder die swingen nicht, sondern sie sind mehrheitlich demokratisch. Und da überall, ne? Also die Großstädte in Texas sind da nicht anders als die Großstädte in Kalifornien. Okay, ja, das ist gut. Wenn du dir die Mappe anschaust, Houston und Dallas, das ist auch blau. Okay. So. Aber wie ist die Stimmung? Es gibt ja eine Seite, in die ich immer mehr reinschaue. Also meine richtige Obsession mit amerikanischer Vorwahl kann wird so ab nächster Woche beginnen, wenn Iowa-Ergebnisse da sind. Jetzt merke ich, dass es langsam kribbelt, aber ab nächster Woche wird es richtig abgehen für 10 Monate. Okay. Und es gibt eine Seite, die nennt sich 538.
Also 538, angelehnt an die Zahl der Wahlmänner, die es gibt. Mhm. Und das ist eine Infoseite, auf der Nate Silver quasi mit höherer Mathematik alle möglichen Themen bedient, von Sport bis Gesellschaft, aber auch, wenn es um Wahlkampf geht, alle Umfragen zusammenfasst, sie arithmetisch umrechnet, Durchschnitte bildet, versucht, Predictions zu machen, wer die besseren Chancen hat. Und auf diese Seite würde ich in den nächsten Tagen gehäuft rausgucken. Ich will mal gerade gucken, weil ich gerade Google nebenbei anhabe. Mhm. 538, genau. Die Seite heißt auch wirklich 538. Wenn du das auf Google eingibst, 538 Interactives und dann kommt Latest Polls 538, da kriegt man alles, was das Herz begehrt in Sachen Demoskopie und Wahlkampf und Forschung, was es in den USA zu den einzelnen Wahlen gibt. Okay, ich verlinke die mal in der Description. Ja, diese Seite ist wirklich gut und da kann man sich gut informieren. Mhm. Und genau, und von Herrn Silber auf einem hohen Niveau in die Untiefen der amerikanischen Demokratie und der Wahlforschung begleiten lassen. Mhm. Die Stimmung, würde ich sagen, derzeit, wenn wir von einer Situation ausgingen, ich spreche ganz bewusst konditional, dass Trump anträte. Ich sage gleich, warum ich nicht 100% sicher bin, ob er das tut. Aber wenn es Trump am Ende würde, dann würde ich sagen, steht es auf Messerschneide. Also dann kann es, gibt es eine realistische Chance, dass er dann zum zweiten Mal gewählt wird mit dem, mit der Lücke, die er jetzt in den letzten 4 Jahren hatte. So ist die Stimmung. Ja. Also das würde mich tatsächlich auch mal zur nächsten Frage bringen, und zwar nach den Kandidaten, Kandidatinnen und Kandidaten, sind ja auch ein paar Frauen dabei, der Demokraten und der Republikaner, die jetzt ins Rennen geschickt werden. Es ist ja noch nicht entschieden. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es auf einen Trump versus Biden hinauslaufen wird, aber wir wissen es noch nicht hundertprozentig. Ich habe das mir mal ein bisschen angeguckt, wer denn so zum Beispiel von den Demokraten ins Rennen geschickt wird. Also Joe Biden natürlich, er hat ja schon verkündet, dass er es machen wird. Letztes Jahr im April hat er gesagt, er tritt nochmal an. Dann Dean Phillips. Marianne Williamson ist noch dabei. Genau, Marianne Williamson und Dean Phillips von den Demokraten. Dean Phillips aus Minnesota und Marianne Williamson aus Kalifornien. Kannst du zu den beiden einmal ein bisschen was sagen und auch die Chancen, ob das überhaupt... das überhaupt drin ist, dass die beiden... Also nein, haben sie nicht. Sie haben 0,0 Chancen. Also okay. Nicht einmal im Promille-Bereich. Marianne Williamson ist eine witzige Figur, weil sie sehr esoterisch ist und auch in der Corona-Zeit durch manchmal komische Aussagen ins Lächerliche gezogen wurde. Also sie... Es gibt kein deutsches Pendant, aber Marianne Williamson hat so etwas... vergeistigt esoterisches, was so super wäre für so einen Kalko-Fit-Clip. Okay. Also das ist Marianne Williamson. Da merkt ihr schon, wie sehr sie Anziehungskraft ausüben wird auf Menschen, die sich für ernsthafte Politik interessieren, also null. Dean Phillips, muss ich ganz ehrlich gestehen, bis vor ein paar Wochen kannte ich den gar nicht. Das ist irgendein Abgeordneter aus Minnesota, der im Repräsentantenhaus sitzt. Ja, mehr kann ich auch nicht zu ihm sagen. Und also er fühlt sich wohl berufen, dieses Land zu führen. Ja, viel Glück. Okay, also das dachte ich mir nämlich auch, weil das sind die drei potenziellen Kandidaten. Ja. Joe Biden ist der amtierende Präsident. Der Mann ist unglaublich alt. Ich glaube, der wird 82 dieses Jahr. 105. Ja. Mindestens. Und allein bei den Republikanern, es sind doppelt so viele. Und ich kenne da drei. So. Und von den Demokraten kannte ich halt einen. Also, ja, den amtierenden Präsidenten halt, Joe Biden. Bei den Republikanern sind es nämlich, ich lese es mal alle vor, die dort, potenziell antreten, und zwar natürlich Donald Trump, ist ja klar, und dann Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, Asa Hutchinson und Ron DeSantis. Also ich kenne DeSantis, den kennt man ja, der ist Gouverneur von Florida, ist ja relativ bekannt. Auch, es gab ja auch schon ein Treffen, ich glaube, ist nicht Andy Scheuer nach Florida geflogen vor einiger Zeit, und hat sich mit DeSantis... Ja, die CSU hatte da irgendeine Nummer da. Mhm. Genau, dann Asa Hutchinson ist der ehemalige Gouverneur von Arkansas. Vivek Ramaswamy, spricht man sie nur aus? Er kommt aus Ohio auf jeden Fall. Nikki Haley, die ich sehr schätze. Indische Abstammung, glaube ich, ja. Genau. Und indische Roots. Genau, Nikki Haley, die ich sehr mag, die ist die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und war auch die ehemalige Vertreterin der USA bei den UN. Und da ist sie mir auch zum ersten Mal positiv aufgefallen, weil sie eine
sehr dezidierte Freundin Israels ist und diese ganzen antisemitischen Scheißdreck der UN oft genug verurteilt hat, nicht mitgetragen hat, klare Kante gezeigt hat. Und das fand ich immer sehr sympathisch. Naja, und zu Donald Trump muss man, glaube ich, nichts sagen, den kennt ja jeder. Aber wie siehst du das bei den republikanischen Präsidentschaftskandidaten? Glaubst du auch, Trump wird's machen? Oder siehst du bei Ron DeSantis? Ron DeSantis würde ich noch am ehesten noch als potenziellen Kandidaten sehen. Die anderen sind, glaube ich, auch chancenlos, oder? Also ich würde tatsächlich Nikki Haley die größten Chancen geben gegen Trump, weil ich glaube, dass Ron DeSantis durch seine arrogante und alles andere als volksnahe Art sich völlig entzaubert hat. Wenn du diesen Mann mal bei diesen Vorwahlkampfgesprächen und Duellen gefolgt bist, also gedanklich und auch Amerika ist ein, das ist ja so ein Theaterland. Du musst ja immer eine Show hingeben. Genau. Und der hat nichts, was einen catcht. Ich weiß nicht, was der in Florida macht. Vielleicht ist es dort die Luft und das Klima, was weiß ich. Oder das Essen, oder er pfeift sich vorher, weiß ich nicht, alkoholische Getränke rein, weiß ich nicht. Aber er hat ja nichts Lockeres, nichts Sympathisches. Also, und das ist bei den Amerikanern auch in der Breite so angekommen, selbst bei der eigenen Wählerschaft der Republikaner. Die finden, dass er sie nicht richtig berührt. Also er holt sie nicht auf so eine bodenständige Art und Weise ab. Nikki Haley hat in den Umfragen der Primaries zum Bundesstaat New Hampshire, das ist ja der zweite Bundesstaat, der nach Iowa abstimmen wird, im Vorwahlkampf, hat sie bis auf wenige Punkte aufgeholt zu Trump. Das ist erstaunlich. Okay, Wenn Ron DeSantis im Laufe des Vorwahlkampfs vielleicht irgendwann einmal, weiß ich nicht, sich geschlagen gäbe und Nikki Haley wäre noch im Ring, könnte er ja unter Umständen seine bis dato gesammelten Delegiertenstimmen ihr widmen. Er hat zwar nicht die Macht, den Leuten dann zu sagen, dass Nikki Haley bei einer Kampfkandidatur im Rahmen eines Nominierungswahlkampfes dann auch zu wählen sein würde, weil die Delegierten sind ja frei in ihrer Entscheidung. Aber wenn die ihre Stimme Ron DeSantis gegeben haben und der, den sie gewählt haben, sagt, am ehesten hätte ich gerne Haley, dann wäre das natürlich eine Nummer. Und Haley und Ron DeSantis zusammen, was die Prozente angeht, können Donald Trump durchaus gefährlich werden. Geht dann um die Frage, wer von beiden als erstes geht. Hängt von der Dynamik an. Man muss da einfach mal im Internet, mach dir mal einmal den Spaß nach der heutigen Podcast-Folge und schau dir mal den Wahlkampf von Clinton an, 1992. Kein Arsch hatte den 1992, Anfang 1992 auf der Karte. Kein. Und sein Start in den Vorwahlkampf war auch durchaus holprig. Keiner hätte gedacht, dass der Gouverneur von Arkansas irgendwelche Chancen hat. Und zack, am Ende des Jahres gab es eine fette Party in seinem Bundesstaat, vor seiner Gouverneursvilla stehend, mit seiner Antrittsrede, und er war, glaube ich, selbst ungläubig, dass es wirklich geklappt hat. Die Amerikaner, das darf man nicht unterschätzen, sie lieben diese Geschichte, dass jemand als Underdog startet und plötzlich a star is rising. Das lieben. Im Prinzip war das ja eigentlich auch das Erfolgsrezept von Donald Trump 2016, der natürlich jetzt, also der Mann ist Milliardär, also der ist kein Underdog in dem Sinne, aber er war natürlich immer ein Underdog im politischen Establishment, im Gegensatz zu einer Hillary Clinton, die halt genau dieses alte Establishment verkörpert hat, was viele Leute in Trump halt nicht gesehen haben, was er ja auch nicht ist, also was er nicht verkörpert. So, Trump ist halt so ein Entertainer, ein Selfmade-Mann, der gerne derb ist, also wirklich puritanisch konservativ ist der eigentlich nicht, da gebe ich dir absolut recht. Aber das, diese Underdog-Mentalität, dass er sich auch so gegen alle Widerstände durchgekämpft hat, das ist, glaube ich, tatsächlich was viele Amerikaner imponiert hat. Mal gucken, ob es jetzt ein zweites Mal funktioniert. Bei Nikki Haley ist vielleicht, ich weiß nicht, ist es ähnlich so? Dafür kenne ich sie zu schlecht. So, ist sie auch so ein Underdog eigentlich? Also Nikki Haley wäre vielleicht tatsächlich, diese Underdog-Geschichte passt nicht auf Nikki Haley, weil sie ist ja schon Establishment. Sie war Botschafterin bei der UN während der Trump-Administration, wenn auch nicht die gesamte Legislatur. Also sie ist ja dann irgendwann zurückgetreten. Und sie war zuvor Gouverneurin von South Carolina. Sie hat eine durchaus interessante Vita. Ihre Eltern sind ja indischer Abstammung. Das hat sie gemeinsam mit Vivek. Sonst haben die beiden gar nichts gemeinsam. Und zunächst sind die Eltern, soweit ich das noch im Kopf habe, nach Kanada ausgewandert und von dort sind sie in die USA ausgewandert. Und Nikki Haley hat
Sie ist für mich eine klassische Republikanerin aus der Zeit von George W. Und was, also wenn es wirklich nominiert würde, wäre das für Biden der größte Albtraum. Weil sie würde, wenn ihre Partei sich hinter ihr versammelt, auf jeden Fall die Mehrzahl der republikanischen Stimmen bekommen. Ich glaube nicht, dass wenn Trump nicht nominiert würde, er die Möglichkeit besäße, Nikki Haley quasi auszuboten, nur weil er es nicht geworden ist, sondern ich glaube, die Republikaner würden dann sagen, ich bin mir und meinem Mandat und meinem politischen Erfolg am nächsten, und wenn es Trump nicht ist, dann müssen wir uns halt hinter ihr versammeln. Das würde auf jeden Fall passieren. Und wenn das passieren würde, hätte Haley gute Chancen, all jene, die republikanisch, die demokratisch gewählt haben 2020, abzuholen, die nur deshalb demokratisch gewählt haben, weil sie den Republikanern so unerträglich waren. Ja. Also diese ganzen Vorstadtmütter und Väter, die eigentlich im Herzen eher konservative Leute sind, aber keine Radikalität wollen, sondern so klassische konservative Sozialpolitik à la George W., also der fromme, nicht fremdgehende Ehemann und die fromme, nicht fremdgehende Ehefrau, die mit einer stabilen, russlandkritischen Außenpolitik und Verteidigungspolitik die amerikanische Fahne hochhält, à la Reagan. Das sind all diejenigen, die in Nikki Haley, glaube ich, eine Heimat finden, die sie bei Trump nicht finden. Bei Trumps Einstellung zu Russland ist zum Beispiel alles andere als das, was neokonservative Vorstädter geil finden. Ja, glaube ich tatsächlich. Also für mich würde, soweit ich mich jetzt eben mit ihr beschäftigt habe, auch Nikki Haley so dieses klassische republikanische Lager am meisten verkörpern, auch so was so die außenpolitischen Ambitionen betrifft. Also sie ist ja jetzt jemand, die nicht so diesen Isolationismus vertritt wie Trump, sondern eher noch so, also eher so vielleicht das Erbe der Neocons weiterführt, die wir in der Bush-Ära halt vor allem halt hatten. Also auch eher, ja, weiß nicht, Falke, als außenpolitische Falke vielleicht. Das war aber Robin Clinton auch. Also Clinton war genauso falkig wie Nikki Haley. Sie hatte einfach nur das Pech, dass sie einen Präsidenten über sich hatte, der alles andere als falkig war. Okay. Aber Moment, ich muss hier gar nicht. Habe hier gerade rum, weil ich mir was zu trinken geholt habe. So, wann werden die Präsidentschaftskandidaten denn eigentlich jetzt wirklich, wann stehen sie fest? Wann können wir uns darauf einstellen, wer das Rennen gegen wen machen wird? Also richtig formal, wenn die Conventions der beiden Parteien waren. Die Conventions sind ja am Ende, wenn du so willst, des Vorwahlkampfs letztlich die Nominierungsparteitage. Der Nominierungsparteitag der Demokraten ist ja witzlos, weil das ist einfach nur eine Jubelveranstaltung zur Renominierung von Biden. Das war vor 4 Jahren übrigens bei Trump ja auch nicht anders. Also es ist kein Vorwurf gegenüber den Demokraten, sondern seit Gerald Ford gab es keinen Präsidentschaftskandidaten mehr, der bei einem beabsichtigten Wiederantritt parteiintern einer ernsthaften Rivalität anderer Kandidaten ausgesetzt worden wäre. Und das hat sich jetzt bei beiden auch sofort gesetzt. Aber das heißt, bei denen ist jetzt witzlos. Die machen einfach eine Convention, dann wird Biden gewählt, man wird sagen, was er alles Gutes hinbekommen hat und gut ist. Das einzig Interessante wird sein, was ich, ehrlich gesagt, da habe ich eine Wissenslücke. Ich weiß nicht, ob Biden schon gesagt hat, ob er mit Kamala Harris wieder antreten möchte oder nicht. Das weiß ich tatsächlich auch nicht, aber ich habe auch keine Aussagen von ihm dazu gelesen, ob das tatsächlich, also das ist glaube ich steht glaube ich noch nicht fest. Genau. Also gerade während wir geschnackt haben, mal kurz geguckt, wann die Demokraten ihre National Convention 2024 haben und wo, weil das ist tatsächlich, weiß ich gar nicht, weil es so egal ist, weil es ja völlig klar ist, dass sie da nichts Großartiges machen werden. Das wird wohl in Chicago sein. Genau. Und es wird wohl abgehalten werden vom 19. bis zum 22. August. Man sieht das ja schon an der Wahl des Ortes, dass aber völlig egal ist. Weil normalerweise, wenn es wirklich darum ginge, dass sie nach einem harten Vorwahlkampf ein Zeichen setzen wollen, dann würden sie ihre Convention in einem Bundesstaat abhalten, der als Swing State Relevanz hat.
Chicago liegt aber in Illinois. Illinois ist kein Swing State. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass Illinois demokratisch geht. Und zwar, auch wenn du mir beide Augen rausreißen würdest, würde ich dir das noch prognostizieren. Okay. Müsstest du mir die Zunge schon entfernen. Ja, so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Ich habe gerade noch gelesen, es gibt ja auch noch Präsidentschaftskandidaten, die unabhängig von den Demokraten oder Republikanern kandidieren. Da fallen mir natürlich zwei Leute auf. Also es gibt natürlich auch noch die Green Party und die Libertäre Partei, also ne, aber das ist ja völlig banal. Das sind Blabla-Parteien. Genau, aber das ist tatsächlich offizielle bedeutende Kandidaten, die unabhängig von Parteien antreten, sind Cornel West und Robert F. Kennedy Jr. Das finde ich beides, sind beides auch interessante Leute. Also Cornel West ist, der Mann ist, glaube ich, Marxist und bezeichnet sich selber als Marxist und ist, aber Kennedy ist, glaube ich, ausgetreten, oder? Ich glaube, Kennedy war nicht mehr dabei. Also, nee, er war bei den Demokraten, er wollte für die Demokraten antreten. Er ist nicht mehr, aber er tritt noch weiter an als parteiloser Präsidentschaftskandidat, als Einzelkandidat. Das macht er schon noch. Und das ist auch eine interessante Figur, der Kennedy. Im negativen Sinne. Also ich bin ja ein ganz großer, du hast ja gemerkt, meine Vorliebe beziehungsweise meine Zuneigung für die Bürgerrechtsbewegung ist sehr groß, weil dafür schätze ich die USA einfach. Die Bürgerrechtsbewegung, die war einfach klasse. Die hat der Welt auch sehr viel Gutes gebracht. Mhm. Aber mit den Kennedys von damals, der jetzige, in Größe und Niveau nicht mehr viel gemein. Nee, also genau, der ist auf jeden Fall ein bisschen schräg und das ist, glaube ich, noch nett ausgedrückt. Ja. Also genau, also aber im Prinzip auch irrelevant, weil also diese parteilosen Kandidaten oder auch die Kandidaten der anderen Parteien haben noch nie irgendwie was gewonnen. Also ich Kanye West trat auch mal an. Remember Kanye West war auch mal. Es ist gruselig. Kanye West hat wirklich teilgenommen. Du hast vollkommen recht, ja. Genau. Aber weißt du, was ich interessant finde, was ein bisschen untergeht und was für das Wahlsystem, weil du ursprünglich ja mit dem Wahlsystem begannst. Als 1992 Bill Clinton mit Al Gore angetreten ist, das war ja damals der Vizepräsident dann, ist ja der Vater von George W. ist ja angetreten für seine zweite Amtszeit und ist ja ein One-Term-President geblieben. Genau. Und es gab einen Independent, es gab einen dritten und das war Ross Perot. Mhm. Und Ross Perot ist Ross Perot kam quasi gar nicht aus dem Establishment, sondern der war quasi ein Dritter, der sich beiden Parteien nicht zugehörig fühlte und nahm als Independent teil und hat so eine Grassroot-Movement gestartet, die echt sehr erfolgreich waren und hat viele Menschen angesprochen, die sich durch die beiden etablierten Parteien, insbesondere so bei wirtschaftlichen Fragen, nicht wiedergespiegelt sahen. Mhm. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte, der hat unfassbar viele Stimmen eingeholt, wenn man es auf die totale Summe der für ihn abgegebenen Stimmen bezieht. Also ich glaube, der hat über 19 Millionen Stimmen geholt 1992, fast 90% der gesamten Wahlquote und hat keinen einzigen Bundesstaat geholt, weil er immer am Mehrheitswahlrecht gescheitert ist. Okay, ja. Das heißt, Ross Perot hat quasi keinen einzigen Bundesstaat geholt, hat bei den Wahlmännern gar keine Rolle gespielt, obwohl jeder fünfte Amerikaner ihm die Stimme gegeben hat. Damit du einmal verstehst, was dieses Wahlsystem bedeutet. Du kannst 20% des Wahlvolkes hinter dir wissen und kriegst keine einzige Wahlmännerstimme. Keine einzige. Ja, krass. Also, ja, ist halt anderes System, ne? Anderes Wahlsystem. Also, okay. Er war ein Segen für Bill Clinton, weil durch Ross Perot hat natürlich George Bush Senior unfassbar viele Stimmen verloren, weil Ross Perot als Independent natürlich traditionell eher den Republikanern die Stimmen abgenutzt. Mhm. Ja. Mhm. Wo du das gerade nochmal angesprochen hast mit den Wahlmännern. Es ist jetzt ja so, dass jetzt vor kurzem gerade zwei amerikanische Bundesstaaten Donald Trump ausgeschlossen haben von den Vorwahlen, und zwar Colorado und Maine. Boah.
Also sag mal, also das ist in Maine ist das besonders interessant, weil das ist, die Wahlleiterin ist eine Demokratin, Shanna Bellows. Ich weiß gar nicht, wie es in Colorado ist, ob das auch eine Demokrat, das eine Entscheidung des eines Demokraten war, weiß ich gar nicht. Aber sag mal, Colorado ist auch ziemlich egal, das ist sowieso demokratisch. Er wird dagegen trotzdem vorgehen, damit das nicht Schule macht. Aber Maine ist letztlich auch egal, weil Maine ist auch demokratisch. Und die beiden Bundesstaaten gehen an die Demokraten. Punkt. Okay. Aber bei Maine gibt es eine Besonderheit. Maine gehört zu den zwei Bundesstaaten, Maine und Nebraska, die gehen nach einem besonderen The Winner Takes It All. Mhm. Da ist es nämlich so, dass nicht auf den gesamten Bundesstaat geguckt wird, sondern du gewinnst einzelne Wahlkreise nach Winner Takes It All. Das heißt, Maine hat, glaube ich, 3 oder 4 Wahlkreise und es kann also, Maine gehört zu den wenigen Staaten, wo es sein kann, dass Donald Trump einen Wahlmann bekommt und Biden 2 oder 3. Okay. Weil die nämlich nicht auf den gesamten Bundesstaat gucken, sondern sie haben so eine kleine quotale Aufteilung zwischen den Wahlkreisen. Aber insgesamt, Colorado und Maine werden keine große Rolle spielen für Donald Trump. Beide sind das wichtige Staaten. Ja, aber ist denn das, also generell der Vorgang, ist dann das überhaupt möglich oder meinst du, das wird sowieso wieder kassiert vor Gericht? Weil zum Beispiel Arizona und Michigan, da gab es auch, wurde das wohl auch versucht und das ist abgelehnt worden, die Klage gegen Trump, oder es wurde zugunsten von Trump entschieden. Ja. Siehst du das in Colorado und Maine auch so? Er ist ja, glaube ich, gegen die Entscheidung in Colorado oder in Maine von einem Bundesstaat, weiß ich, das ist er ja bis zum Supreme Court jetzt. Und der Supreme Court hat die Entscheidung auch angenommen. Müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was die entscheiden im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Die werden sich natürlich Mühe geben, das relativ schnell zu entscheiden, weil sie auch wissen, dass es ja jetzt um die Wurst geht. Und wenn die natürlich sagen, dass die Grundlage, die man ihnen vorwirft, irgendwie Beteiligung an den Ausschreitungen am 6. Januar 2021, das ist ja der Vorwurf, die Insurrection, also der Staatsstreich. Wenn die am Ende sagen, Donald Trump hat keine hinreichend bewiesene Rolle gespielt beim Zustandekommen dieses Aufstandes am Kapitol, ja, dann ist der Drops gelutscht, dann wird es auch keine weiteren Versuche in den Bundesstaaten geben. Okay. Ich glaube eher, dass es scheitern wird. Letztlich. Glaube ich auch, ja. Ja. Das ist auch meine Prognose, genau. Ich würde jetzt gerne mich jetzt mal auf, also bei Biden, wie gesagt, haben wir es ja schon, ist eh klar, dass er antreten wird als Präsidentschaftskandidat und dann, ich, also wie gesagt, Überraschung immer gerne. Ich habe eine große Sympathie für Nikki Haley. Ich gehe jetzt aber auch einfach mal davon aus, dass es Trump machen wird. Ich würde gerne mit dir nochmal die innen- wie außenpolitischen Ziele und Forderungen oder Wahlversprechen mit dir besprechen. Und zwar, also nicht alles, das ist ja viel zu viel, aber mich würde einiges interessieren. Und zum Beispiel nämlich, was so der Umgang außenpolitisch betrifft, Ukraine, Russland beispielsweise, China oder auch Middle East, also Israel. Genau, weil ich sehe halt, also das ist halt das Problem innenpolitisch. Das sage ich jetzt nur, wie gesagt, das kannst du gerne gleich ausführlicher noch ergänzen. Innenpolitisch habe ich das Gefühl, die Demokraten, so wie ich das wahrnehme, stehen da halt für dieses sogenannte progressive Lager, was sich vor allem in amerikanischen Großstädten, Universitätsstädten halt sammelt. Es ist halt, was einhergeht mit Wokeness, mit ja Culture War. Wie gesagt, den gibt's von beiden Seiten, aber den gibt's ja, also den gibt's, der wird vor allem auch an amerikanischen Universitäten ausgefochten und da ist es eher diese woke progressive Kaste. Außenpolitisch hingegen ist es so, dass Biden die Trump'sche Politik China gegenüber durchaus fortführt, also der Protektionismus gegenüber China, weil auch Biden erkannt hat, dass China langfristig wohl der größte Gegner oder der größte, also das größte Problem für die USA darstellt. Und Biden ist zum Beispiel auch jemand, der durchaus noch weiter festhält an Militärhilfen für die Ukraine und auch eigentlich, also es wird mir ein bisschen zu viel ermahnt, gerade was Blinken immer wieder sagt, zu Israel, aber sie stehen trotzdem hinter Israel. Also gut, bei aller Kritik auch an dem Verhalten der beiden Administrationen im Umgang mit dem Iran beispielsweise, was ich sehr gut fand, wie die Trump-Administration gegenüber dem Iran aufgetreten ist. Aber ich sehe es halt zum Beispiel bei Trump, ist ja so, Trump ist jemand, der eigentlich einen Isolationismus vertritt. So, und sagt, nö, also wir haben, es war jahrzehntelang der Vorwurf, Weltpolizei zu spielen. Das machen wir jetzt nicht mehr. So. Und das würde aber tatsächlich auch wiederum außenpolitisch, also das stärkt
meines Erachtens nach würde das halt die Gegner des Westens halt noch mehr stärken, wenn die USA sich eigentlich nach und nach aus dem Weltgeschehen zurückziehen. Ja. Das ist ja das Tragische an der Außenpolitik der USA. Biden hat eine, wie ich finde, schlechte Außenpolitik in Sachen Middle East, während die Leute, die Trump umgaben, ich spreche nicht über ihn selbst, sondern über sein Apparat, die eine sehr stabile und gute Middle East Policy hatten, insbesondere in Bezug auf Israel und in Bezug auf Deterrence, also quasi Abschreckung vom Iran, also der Islamischen Republik Iran. Aber die nur aus deutscher Brille betrachtet, nur aus europäischer Sicht, ist natürlich die Außen- und Verteidigungspolitik eines vermeintlich künftigen Wiederpräsidenten Trump zur jetzigen Zeit eine Vollkatastrophe. Denn uns unmittelbar in Europa betreffen, wird die Frage, wie wir mit Russland umgehen. Genau. Und ob wir es schaffen, der russischen Aggression und Hegemonialpolitik einen Riegel vorzuschieben, damit Russland nicht die Ukraine schluckt und unmittelbar vor den Grenzen Polens steht und uns dann auch bedroht. Wenn Trump kommt, sehe ich eine veritable, eine realistische Gefahr, dass unsere Koalition zur Unterstützung der Ukraine so geschwächt wird, dass das Ganze kippt. Und dass es dann zum Szenario eines Diktatfriedens kommt, bei dem Putin mehr oder minder neue Gebietsforderungen auf den Tisch tun kann und aus der Ukraine am Ende nicht mehr viel übrig bleibt. Ja. Das ist eine realistische Gefahr für die Frage oder für den Fall, dass Trump gewählt wird und mit ihm in der Republikanischen Partei dieser Isolationismus sich quasi komplett Bahn bricht. Man sieht das ja jetzt schon. Die schaffen es nicht, sich auf den Haushalt zu einigen, weil die Ukraine-Frage wirklich spaltet. Genau, das habe ich auch kurz vor Weihnachten noch. Diese isolationistischen Republikaner sind echt ein riesen Pain in the ass. Ist einfach leider so. Ist halt auch null das, woran ich glaube. Ja, das Problem ist halt, man muss, wenn man das halt betrachtet, also ich kann das durchaus nachvollziehen. Also auch das ist ja nichts Neues, diese isolationistische Politik. Aber das ist halt so ein bisschen so dieses Scheitern aus dem Irak- und Afghanistan-Krieg. Ich glaube, das ist halt das, was jetzt wirklich so diese Rolle spielt, die halt eine große Rolle spielt innerhalb dieses isolationistischen Trends innerhalb der Republikanischen Partei. Dieses Eingeständnis, naja, die außenpolitischen Ambitionen sind alle mehr oder weniger gescheitert. So, das ist halt irgendwo auch nachvollziehbar. Andererseits ist das nicht gut für die Welt, für das Weltgeschehen ist es nicht gut. So. Die USA, also wenn die USA wirklich isolationistisch zu Ende denken wollen, dann verlieren sie ihr Alleinstellungsmerkmal. Ja. Es gibt keine Führungsrolle der USA, wenn sie sich aus Führung herausnimmt. Also du kannst ja nur Führung als moralischen Imperativ für dich beanspruchen, wenn du wirklich in die Bresche springst. Wenn du das nicht machst, dann hast du auch keinen Führungsanspruch. Also man kann nicht das Beste aus beiden Welten haben. Man kann nicht einerseits den Ton angeben, aber wenn es dann hart auf hart kommt, sagt, geht ihr mal vor. Übrigens, in beide Richtungen geht das. Die Europäer können auch nicht sagen, die US-Amerikaner müssen bis in alle Ewigkeit die NATO hauptsächlich tragen und wir sind dann die Nutznießer der dortigen Abschreckungspolitik, sondern beide müssen erwachsen werden. Die US-Amerikaner müssen erwachsen werden und mit diesem Isolationismus-Quatsch aufhören, weil das führt zu nichts. Und die Europäer müssen erwachsen werden, die USA sind nicht unser großer Vater, wir müssen auch auf eigenen Beinen und Füßen stehen können. Naja, das hat Trump ja zu Recht auch moniert vor ein paar Jahren, dass er gesagt hat, naja, wieso zahlt ihr denn eigentlich nicht 2%? Hat Obama auch gemacht. Ja, genau. Ja, und da wurde dann herzhaft gelacht in Deutschland. Ja, genau, zu Recht. Also das ist ja auch völlig zu Recht. So. Und da wurde dann herzhaft gelacht in Deutschland. Haha, was hat der dumme Trump schon wieder gesagt? Haha. Ja. Nee, sagt Biden auch. Biden hat mit Austin, seinem Verteidigungsminister, auch, ich weiß es ja nicht, 400 Mal verlautbaren lassen, dass bitte alle diese 2% einhalten, weil es ist, du kannst deinem eigenen Wahlvolk nicht verklickern, wieso die anderen Länder innerhalb der NATO ihre finanziellen Beiträge nicht einholen. Das kriegst du, zu Recht kriegst du das zu Hause nicht gut verkauft. Ich finde das aber auch noch mit dem Isolationismus auch noch interessant, weil das würde mich eigentlich auch nochmal zurückbringen zur Stimmung, weil ich glaube, dass es in den USA schon auch bei vielen Menschen so eine
so ein Denken vorherrscht, dieses, naja, also die USA hat massive wirtschaftliche Probleme. So, ja. Und im Prinzip war ja das, was Trump ja auch versprochen hat, make America great again, war ja auch so dieses, wir holen uns unsere Jobs zurück. So, Strafzölle, Protektionismus und die Stärkung der einheimischen Wirtschaft. Also eigentlich im Prinzip so ein bisschen das Rad der Globalisierung zurückdrehen, was natürlich ein gewagtes Unterfangen ist. Aber das ist ja das glaube ich, auch was tatsächlich, das ist ja so witzig. Das ist ja auch wiederum genau umgekehrt. Dass Demokraten mittlerweile die Partei der gut situierten Kaste sind und nicht mehr der Arbeiterschicht. So, ich sag's jetzt ganz platt runtergebrochen. Und die Republikaner und insbesondere Trump, der ja selber, wie gesagt, der Mann ist unfassbar reich, so. Aber der halt eigentlich genau das verkörpert hat, was so den einfachen amerikanischen Arbeiter, und zwar egal ob Hispanic, Black oder halt Caucasian, eigentlich möchte. Also im Prinzip so, ja, ich möchte halt eine gewisse Planbarkeit, eine gewisse Sicherheit haben in meinem Arbeitsleben. So, das ist ja eigentlich irgendwie fast schon was Sozialdemokratisches eigentlich so. Und das hat sich auch wiederum aber keine der beiden Parteien verwirklicht ja diese Ziele. Ich war jetzt im Oktober war ich in den USA an der Westküste und es ist schon wahnsinnig, was ich da an Armut erlebt habe in Seattle, in San Francisco und Portland. Aber das sind es beißt einen fast schon, also es greift einen fast schon an, diese Armut. Das ist Wahnsinn, was es für eine Schere gibt. Und ganz ehrlich, diese Schere haben sowohl die Demokraten zu verbaseln und zu verursachen oder zu verantworten, als auch die Republikaner. Und ich kann dir auch sagen, warum. Denn die US-Amerikaner, so sehr ich sie auch schätze, eine Sache haben sie nicht verstanden. Ein Mindestmaß an Sozialstaat ist der Garant dafür, dass man in the long run auch eine Gesellschaft hat, in der jeder wirklich prosperieren kann, wenn er mit seinen Leistungen und seinem Können irgendwie etwas erbringen und vollbringen möchte. Denn jeder von uns kann mal in die Situation kommen, dass er mal den Job verliert, auf die schiefe Bahn gerät, Probleme hat, abrutscht und in einer solchen Situation den Menschen gar kein soziales Netz zu geben. Führt natürlich massenweise zu diesen völlig verkommenen, gestern warst du noch in deiner Wohnung und heute isst du irgendwelche Müllreste vom Whole Foods. Und das ist erbärmlich. Also für eine so wichtige Industrienation ist das schon hart. Und das ist ehrlich gesagt doch eigentlich das, worum es mir gehen müsste, wenn ich sage, ich bin ein kleiner Mann und ich möchte, dass jemand meine Interessen wahrnimmt. Mir würde es einerseits darum gehen, wie schafft diese Person es, dass die Jobs in den USA bleiben und nicht auswandern. Und mir wäre groß daran gelegen, wie schafft es die Person, mich sozial abzusichern, wenn ich, weil ich überhaupt kein großes Einkommen, gar kein Vermögen habe, übermorgen vielleicht krank werde und 6 Monate nicht arbeiten kann. Danach möchte ich gerne, wenn ich wieder gesund bin, arbeiten, ohne obdachlos zu sein und Scheiße zu fressen auf der Straße. Eigentlich wäre logisch zu Ende gebracht, diese sozialdemokratische Politik, ja letztlich die, die dem kleinen Mann dort imponieren müsste. Und nicht dieser Sozialdarwinismus, wenn du nicht arbeitest, dann bist du halt tot. Punkt. Ja, ich würde das nicht immer so dermaßen negativ runterbrechen, weil ich glaube, das hat schon, also diese Idee, die dahinter steckt, ist schon so dieses, ja, du kannst halt alles erreichen, wenn du dich halt entsprechend bemühst. So, und wenn du kannst, bist du dann halt tot. Ja gut, genau, das ist wiederum die Kehrseite. Naja, natürlich, das ist ja eine Idee, das ist ja der American Dream sozusagen, der ja natürlich, ja, also, das kann man auch einfach. Aber die Amerikaner merken ja, dass das nicht aufgeht. Also selbst die Republikaner merken ja, dass diese Idee scheiße ist. Aber sie können nicht so richtig über ihren Schatten springen, weil sie dann ihre ideologische Box verlassen müssten. Ja, das ist dann wahrscheinlich diese alte republikanische Paranoia, dass jede Form von minimalem Sozialstaat gleich irgendwie Sozialismus ist oder so. Das ist natürlich. Was ja wirklich Quatsch ist. Ja. Also keiner käme auf die Idee zu sagen, dass, weiß ich nicht, dass Großbritannien sozialistisch ist, obwohl sie die NHS haben. Ich will nicht sagen, dass die NHS geil ist, aber sie hält dann zumindest Menschen davon ab, wirklich buchstäblich zu sterben, wenn sie krank werden. Ja. Also ich bin bei vielem bald hier, was die ökonomische Theorie der USA angeht, aber Gesundheitsfürsorge unter rein ökonomischen Gesichtspunkten zu betrachten, finde ich persönlich, ist ein Geburtsfehler dieses Landes. Denn Gesundheit ist kein reines Wirtschaftsgut wie alles andere sonst.
weil wir es so wenig, wenn es hart auf hart kommt, wirklich unmittelbar selbst beeinflussen können. Ich bin da ganz bei dir. Also ich bin ja kein Ultralibertärer oder so, der also jede Form des Sozialstaats irgendwie abschaffen möchte ne? Also das ich sehe es auch tatsächlich so Minimum an Sozialstaat. Das ist auf gar keinen Fall, darf das so enden, wie es in Deutschland ist, wo es so ein total künstlich aufgeblasenen, riesen bürokratischen Staatsapparat halt mittlerweile gibt, der sich irgendwie Sozialstaat schimpft. Aber so ein Minimum halte ich jetzt für durchaus auch eine zivilisatorische Errungenschaft halt, ne? Also das, ja. Genau. Ich finde, wir können zum Ende kommen, und ich würde eigentlich gerne mit dir die Folge fortsetzen, wenn wir genau wissen, wer es, ja, wie gesagt, Biden wissen wir schon, und wer es bei den Republikanern werden wird, weil dann könnten wir uns nochmal kommen wir jetzt mal eingängig mit den wirklich konkreten politischen Forderungen, Zielen, Versprechen und so weiter beschäftigen. Also da kann man wirklich in die Tiefe gehen, innenpolitisch, außenpolitisch, sozialpolitisch, ökonomisch, wirtschaftspolitisch und so weiter. Das können wir dann alles wirklich uns detailliert mal eine Stunde lang anschauen oder so. Da hätte ich sehr auch Bock gerne. drauf. Lass uns das einfach wirklich, Badia, lass uns gerne jetzt so die nächsten Monate das so ein bisschen auditiv begleiten, weil es ist einfach immer noch so, die Wahlen in den USA sind die wichtigsten Wahlen der Welt. So, was in den USA dann, also was dort politisch umgesetzt wird, kommt auch irgendwann, dauert mal länger, dauert mal weniger lang, auch irgendwann nach Europa, und es hat auch immer außenpolitische, es hat immer eine außenpolitische Wirkung auf natürlich Länder wie China, Russland, auf den Nahen Osten, auf Israel, auf den Iran, aber auch auf aufstrebende Wirtschaftsnationen, Indien zum Beispiel und so weiter. Das hat alles Auswirkungen auf das ganze Weltgeschehen, mehr oder weniger. Deswegen ist es einfach so unglaublich wichtig, sich mit dieser Wahl zu beschäftigen. Und genau, und ich finde auch generell, wir haben auch in Deutschland ein interessantes Wahljahr mit den drei Landtagswahlen im Osten, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Die Kommunalwahlen sind im Juni, ich glaube, parallel zur Europawahl, die auch dieses Jahr ansteht. Das wird alles sehr, sehr interessant werden. So. Interessant ist auf jeden Fall ein sehr wertneutraler Begriff. Genau, genau. Ja, also ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Genau. Dann würde ich jetzt. Aber sag mal, was hast du denn am 5. November vor? Das ist noch so lange hin. Das ist dann. Das musst du jetzt schon planen. Ja, dann bleibe ich natürlich nachts wach und machen wir komplette Livestream in der Wahlnacht. Machen, keine Ahnung. Weiß ich noch ich nicht. Ich wäre auf jeden Fall dabei, weil ich bin sowieso wach. Ich glaube, da habe ich so einige Freunde, die das auch machen würden. Vielleicht machen wir so eine Zoom-Konferenz und. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich das. So eine Nerd-Konferenz wie damals diese LAN-Partys. Genau. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht. Hauptsächlich männliche Jugendliche im Alter zwischen 5 und 17, die sich schon seit 10 Tagen nicht gewaschen hatten, weil sie komplett durchgedaddelt haben. Ich kenne das noch. In einem stinkenden Garagenraum zusammensaßen und gedaddelt haben. So ähnlich. Ich kenne das noch. Das war damals, da gab es so einige in meiner Klasse, die haben das gemacht, ja. Ich nicht. Ich war nie so ein. Nee, ich war auch kein Daddler. Aber genau, nee, ich war auch nicht so ein Konsolen- oder PC-Typ. Ich habe relativ wenig. GTA habe ich gespielt. GTA 1 und 2 und GTA ja. 9 habe ich gespielt. Genau. Und ja. Aber also sehr gerne sowohl noch verfolgen, wie sich das Ganze fortspinnt, wenn wir dann ein wenig mehr Kontur haben im Kandidatenkreis. Und auch tatsächlich an dieser Wahlnacht. Ich werde definitiv bis morgens, bis Mittwoch um 6, 7, 8 oder so, ich werde gar nicht schlafen. Und also ich werde durchgucken. Ich bin meistens am Mittwoch nach diesen Dienstagen wie so Menschen nach einer Doppelschicht im Krankenhaus. Okay. Bei der sie so 17 Schwerstverletzte chirurgisch behandelt haben. Das ist auch unmittelbar vergleichbar, Badia. Ja, und auch unmittelbar von der Verantwortung. Genau, genau. Ja, weiß ich nicht. Also dann nehme ich mir einfach mal den Dienstag, Abend, Nacht und den Mittwoch dann komplett frei. Und dann, man kann ja ab Nachmittag ein wenig schlafen, 3-4 Stunden schlafen, und ab 22, 23 Uhr lohnt es sich, langsam die Vorberichterstattung zu sehen. So richtig cool wird es ab 2, 3 Uhr morgens. Oh Gott, das ist normalerweise die Zeit, wo ich eigentlich schon seit mindestens 2 Stunden im Bett liege und schlafe. Also nee, noch länger. Wird dann nichts. Nee, ich sehe dann, gut, wenn die Pflicht ruft, dann muss man ran, ganz klar. Das nützt ja nichts, nützt ja nichts. Und im Morgenmagazin, in den öffentlichen, von irgendwelchen gelangweilten Moderatoren irgendwelche Ergebnisse wiedergegeben bekommen, das kann ja jeder. Das wollen wir nicht. Ja, genau.
So. Okay, so, okay, mein Mikro hat sich da gerade irgendwie selbstständig gemacht. So, gut, dann, lieber Badia, danke ich dir für den super interessanten Input. Das waren auf jeden Fall Sachen, bei die ich auch nicht wusste, wie zum Beispiel, warum das dann immer am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November stattfindet. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Sehr interessant. Ich will da nur kurz ergänzen, bevor du gleich ein Close-Up machst. Bevor du gleich ein Abschließ, nicht Close-Up, sondern ein abschließendes Statement machst. Es gibt noch eine Kuriosität. Okay. Nach dem Dienstag, nach dem ersten Montag im November, kommt ein zweites Datum, was festgeschrieben ist. Diese ganzen Wahlmänner und Wahlfrauen wählen ja auch an einem Tag. Und zwar parallel in den verschiedenen Bundesstaaten und nicht an einem Ort. Und geben ihre Stimme ab, und zwar so, dass sie wirklich in einem Kuvert analog zertifiziert, bestempelt, abgeheftet wird und nach Washington postalisch versendet wird. Okay. Und dieser Tag ist auch festgelegt, denn es ist, soweit ich mich erinnere, der Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember. Okay. Es ist kein Witz. Okay. Es ist wirklich so. Ist die USA nicht einfach ein wunderbares Zauberland mit so vielen interessanten Facts. Und am 6. Januar, also Heilige Drei Könige, des darauffolgenden Jahres, gibt es eine Joint Session der beiden Kammern. Und dann macht man wirklich diese Briefumschläge auf und guckt, was da drin steht. Und dann, 14 Tage später, wird dann die Ernennung stattfinden, am 20. Januar. Das heißt, es gibt vier Daten, die wichtig sind. Wir können nächstes Mal übrigens auch über Kuriositäten sprechen, was passiert, wenn es keine Mehrheit im Wahlmännerkollegium gibt. Also 269 zu 269. Auch dafür hat die Verfassung was vorgesehen. Aber nächstes Mal. Es bleibt so. Ey, das machen wir auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall nächstes Mal nochmal Einzelkandidaten-Check und dann machen wir Kuriositäten des amerikanischen Wahlsystems. Ja, das finde ich gut. Das ist ein guter Cliffhanger auf jeden Fall, Badia. Dann bleiben wir da auf jeden Fall dran. Ich bedanke mich bei dir, wie gesagt, für den interessanten Input. Ich wünsche dir noch einen schönen Freitagabend, schönes Wochenende. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bleibst du noch ein bisschen im Büro oder fährst du nach Hause in den wohlverdienten Feierabend? Ich fahre nach Hause. Ich hatte ohnehin schon Feierabend gemacht und dachte dann, dass ich nochmal kurz über mein Mobiltelefon nochmal Kontakt zu dir aufnehme und quasi so tue, als wenn ich gerade eine Bahnfahrt mache, aber ich bleibe noch im Warmen. Okay. Ja, das ist besser. Ist in Hamburg eigentlich auch so kalt? Also hier ist tatsächlich, in Leipzig liegt Schnee. Also der taut schon ein bisschen, aber tatsächlich. Er taut hier auch. Der Schnee taut so langsam. Am Wochenende soll es auch bei Plusgraden regnen. Dann ist ja erstmal alles putsch. Ja. Und dann soll am Anfang der nächsten Woche wieder Schnee fallen, um dann wieder Temperaturen um die 8 Grad zu haben. Keine Ahnung. Okay, gut. Ja. So schräg. In Hamburg ist Schnee auch gleichbedeutend mit Katastrophe, weil wir kennen das nicht. Ja, das ist aber ein bundesweites Phänomen, Badia. Das ist auf jeden Fall, das ist in München genauso wie in Hamburg. Das nimmt sich alles nichts. Also, ich wünsche dir, wie gesagt, einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende und danke dir und freue mich auf unsere nächste Folge. Sehr gerne. Ciao.